Alexander Boos schießt auf Shuyoka, dachte man bisher. Jetzt ist aber tatsächlich so, dass der liebe Alpha Kevin das neue Opfer ist von diesem bösen Menschen. Spaß. Alexander Boos ist ein toller Typ. Dachte ich bisher zumindest. Wir schauen, ob es immer noch so ist. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und supportet ihr auch vielleicht mal mit einem Kommentar und einem Follow auf Twitch. Zweiter Link in der Beschreibung. So, dann schauen wir nochmal rein. Viel Spaß. Hallo, kann das mal losgehen? Shuyoka hat Streit mit KuchenTV, warum auch immer, das lassen wir jetzt mal weg. Ja, das wissen wir alle, haben uns oft genug mit befasst. Sie hat jedes Recht der Welt, sich da zu wehren, zu verteidigen. Ich lese das jetzt einfach mal nicht vor, sonst wird mein Video instant gelb. Dann lese ich es mal vor. Eine Influencer hat es wirklich geschafft, dass ich auch ein Stück weit tatsächlich die andere Seite vielleicht in Schutz nehme. Ja, und mit der anderen Seite ist Shuyoka gemeint. Für mich war dieses Video, was ich da gesehen habe... Digga, Alex, Boos macht einfach ein Pre-Intro. Er macht einfach eine Hook. Wo sind wir hier gelandet? ...aber ein gewisser Ausfluss an Doppelmoral und es ist die Krönung einer langen Reihe von Dingen, die ich beobachtet habe, beobachten musste und wo ich einfach sagen muss, das funktioniert für mich so nicht, das mag ich so nicht. Ich finde es halt interessant, dass er jetzt wieder eine Zeit lang sehr gegen KuchenTV geschossen hat und jetzt wieder die andere Seite anscheinend einnimmt. Und damit tut er, also Shuyoka sowieso keinen Gefallen und KuchenTV aus meiner Sicht auch nicht. Ja, aber lass sie sich doch nochmal einfach wehren. Hey, was ist das für ein Ausdruck, mein Lieber? Das kenne ich ja gar nicht von dir. Ich werde das Land verlassen. Wo bin ich denn? Ja, heute kommt ein Video der anderen Art. Wir befassen uns mit Pierre Scholz und herzlich willkommen, Garak. Alpha Kevin, zurück. Der es vielleicht geschafft hat, dass ich mir auch mal die andere Seite angucke. Au, Alpha Kevin macht das Unmögliche möglich. Hallo, willkommen zu diesem neuen Video hier von mir mit Gong. Aber Asuna, Jana, herzlich willkommen. Es wird ein Video der anderen Art, denke ich. Und ich habe schon ein paar Posts dazu gemacht und habe auch gesagt, einige Personen werden vielleicht ein bisschen überrascht sein. Ja, und es ist wirklich was passiert, was ich erstaunlich finde. Danke auch für dein Follow. Ein Influencer hat es wirklich geschafft, dass ich mich mal ein Stück weit auch der anderen Seite widme und dass ich auch ein Stück weit tatsächlich die andere Seite vielleicht in Schutz nehme. Spannend. Ja, und mit der anderen Seite ist Shuyoka gemeint. Kurzes Vorwort vorneweg. Ich hatte nie ein Problem mit ihr persönlich. Sie hat mich vermutlich wahrgenommen als jemand, der bestimmte Kontakte hat, der auf einer bestimmten Seite steht. Das sind Dinge, das kann ich nachvollziehen. Trotzdem wollte ich meine Sachen eigentlich immer aus meiner Sicht machen. Ich wollte meinen juristischen Krempel machen. Und ich glaube, das habe ich auch so gemacht. Natürlich gerätst du da irgendwie ins Kreuzfeuer und du bist dann Teil irgendwelcher Clubs und so weiter. Ich kann aber durchaus mein Video empfehlen, wo ich das Ganze aufgearbeitet habe. Hauptkanal. Einen Tobias Huch oder einen KuchenTV gut und nett finden. Ja, ich mag diese Leute, das ist kein Geheimnis. Ich mag auch einen Salami und so weiter. Habt ihr das gehört? Er mag mich. Die einzige Person auf Social Media, die ich mag. Weiter und verschiedene andere. Alex, ich muss sagen, ich mochte dich immer, aber inzwischen nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich. Also jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe Alex immer verteidigt, ich habe ja auch ein ganzes Video zu ihm gemacht, aber ich bin ehrlich, in den letzten ein, zwei Wochen hat er sich wirklich ein bisschen ins Negative verändert. Er wurde anders. Ich mag ihn nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich. Ich liebe ihn jetzt. Von ganzem Herzen. Und ich kann trotzdem verschiedene Dinge zum Beispiel sagen, wenn mir da irgendwas nicht passt. Ja? Also man kann durchaus mit jemandem gut sein und kann aber trotzdem Dinge kritisch beleuchten. Ja? Das habe ich immer so gesehen und dabei halte ich es auch. Das ist aber gar nicht das Thema heute, sondern das Thema ist das Alpha-Kevin-Video, was ich gestern gesehen habe über die Shuyoka-Files. Hä? Wieso Shuyoka-Files? Kuchen-Files, Kuchen-Files! Und ich muss wirklich sagen, ich wusste erst gar nicht warum, aber ich habe das gesehen. Und ich war für meine Verhältnisse ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ging mir nicht gut rein. Würdet ihr sagen, jetzt mal ernste Frage, würdet ihr sagen, die Kuchen-Files ist eine Hetzkampagne? Eins, wenn ja, zwei, wenn halt die Fresse. Ich ehrlich sagen, weil ich... Drei, wenn Mele Nathalie hier mal ein Follow da lässt, ein Sub im achten Monat da lässt. Mach ich was falsch oder richtig nach acht Monaten? Es gibt nur eine Antwort, falsch.
keine Ahnung, was du hier machst. Du hast mir schon 40 Euro gegeben, liebe Nathalie. Alles richtig gemacht. Vielen, vielen Dank für den Support. Du bist die Beste. Ich finde, ab einem gewissen Punkt reicht's auch mal. Das ist meine Meinung dazu. Zu Alpha Kevin, ich hatte nie großartig Berührungspunkte mit ihm. Ich schaue hin und wieder seine Videos. Ich mag ihn so als Typen, also super nett. Und vor allem, glaube ich, hat er Kontakt zu Robert Mark Lehmann. Weiß ich aber nicht. Aber ich weiß, dass Robert Mark Lehmann, mein Lieblings-YouTuber, ja mal auf ihn reagiert hat. Und ich habe seine Lampe. Oder er hat meine. Also er hat sie wohl vorher gehabt, aber wir haben sie beide. Glaube ich, wegen Tanzverbot. Also, Alpha Kevin. Was ist dazu zu sagen? Alpha Kevin, Meinung. Alex, was würdest du machen, wenn ich dir die Nummer von Robert Mark Lehmann besorge? Was würdest du mir dafür geben? Was würdest du mir anbieten, hä? Blogger, Meinungs-YouTuber, wie auch immer man das nennen will, immer mehr Klicks, viele Abonnenten gemacht zur letzten Zeit. Trotzdem ein bisschen versucht, glaube ich, mit keinem anzuecken oder so. Kann man alles machen. Es gibt eine Sache, die mag ich nicht. Und da sind insbesondere Doppelmoral, Wendehalsigkeit, dieses Hü, Hot, heute Hü, morgen Hot, dann das, die, da und so weiter. Das hier wird nicht der Beginn irgendeines Beefs. Ich sage meine Dinge, die ich zu sagen habe und dann ist das Thema für mich auch erledigt. Aber wenn es jemand wie ein Alpha Kevin wirklich schafft, dass ich vielleicht zum Teil mich plötzlich auf Shoyokas Seite stelle, dann finde ich das schon beeindruckend. Deshalb vorneweg, lass Pia Scholz sich doch verteidigen. Ich verstehe dieses ganze Heckmeck nicht mehr. Sie hat doch lange Heckmeck genug jetzt eingesteckt. Jetzt kann sie doch auch mal zurückschießen. Oder? Macht sie ja auch. Also ist sie ja auch aktiv dabei mit der Aufmerksamkeit auf die Kuchenfalls. Kannst auf eine ähnliche Weise machen, wie andere das tun. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Warum muss das in so eine Ecke gestellt werden? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe auch noch nicht ganz genau, was für eine Ecke er meint. Alex, erklär uns, was du meinst. Also, mir ist das durchaus sympathisch, wenn sich jemand auch wehrt und verteidigt. Deshalb. Ja, wie gesagt, hab schon gesagt, ich mag KuchenTV. Gute Nacht, Sonja. Aber KuchenTV macht halt auch manchmal Sachen, die sind nicht so cool. Oder hat's früher gemacht oder was auch immer. Ja, aber lass sie sich doch nochmal einfach wehren. Also, ich weiß nicht. Und dann schaue ich mir so ein Video an und dann bringt mich das genau zu dieser Haltung. Danke, Sophia. Herzlich willkommen. Ja, verrückt. Und deshalb befassen wir uns heute damit. Für die Leute, die das inzwischen langweilig finden, es tut mir leid. Ich habe schon überlegt, wie kann ich es für euch gut machen, dass wir ein Jura-Video und so ein Video am Tag machen. Aber ich will diese Dinge einfach loswerden. Also wer da keinen Bock drauf hat, schaltet jetzt einfach ab. Und wer Bock drauf hat, der schaut sich's weiter an. Ich hab Bock. Für mich war dieses Video, was ich da gesehen habe, ja, ein gewisser Ausfluss an Doppel. Welche Person kritisiert gerade? Das Video geht um Alpha Kevin. Also falls ihr auch Alpha Kevin-Hater seid, da seid ihr richtig. Spaß. Moral und es ist die Krönung einer langen Reihe von Dingen, die ich beobachtet habe, beobachten musste und wo ich... Ich hab Bock, niemand zu mag jemals. ...einfach sagen muss, das funktioniert für mich so nicht, das mag ich so nicht. Ich will Alpha Kevin da überhaupt nichts Böses unterstellen oder sonst was. Er macht sein Ding so, wie er das will, das ist auch okay so. Aber wie gesagt, er hat es auf interessante Weise geschafft, mich da in meiner Meinung ein bisschen umdenken zu lassen. Also nochmal, ich habe mit Frau Scholz nie ein persönliches Problem gehabt und das sehe ich auch immer noch so. Ich weiß. Knutella, ich finde die Alpha Kevin Reactions letzte Zeit irgendwie so nichts sagen. Keine Ahnung, ich schaue ihn immer weniger in letzter Zeit. Ja, habe ich vorhin in der Reaction schon gesagt, same, aber halt nicht wegen den Reactions an sich. Ich finde, die haben sich tatsächlich kaum verändert im letzten Jahr. Also vielleicht bin ich aber auch lost, kann sein. Nur halt so mein Eindruck. Genau. Ja. Aber ich finde, Alpha Kevin wurde auf jeden Fall, hat sich wenig verändert im letzten Jahr. Also, ob es gut ist oder schlecht, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Er wurde schneller und das ist ziemlich krass. Er ist auf jeden Fall ein Speedy, was Videos und so angeht. Da sind Dinge gesagt worden, die hätte man aus meiner Sicht so nicht sagen müssen. Habe mich da ja immer selten dazu geäußert, weil es einfach nicht so mein Ding ist. Ja. Aber wer mich kennt, der weiß, denke ich, wie ich bin. Und ja, manches muss man, glaube ich, nicht über mich sagen. Aber wie gesagt, Leute sagen so vieles und haben irgendwie ein Bild von jemandem. Und manchmal stimmt das und manchmal stimmt das halt nicht. Ja. Und jetzt steigen wir mal ein. Und um den Hintergrund ein bisschen zu verstehen, bevor wir uns dieses Video hier anschauen, die Kuchenfiles, Shoyoka und die Kuchenfiles. Wie Shoyoka mit den Kuchenfiles nun KuchenTV zerstören möchte. Übrigens, Thumbnail mit Shoyoka. Das habe ich übrigens nicht verstanden. Aber ich
keine Ahnung, er hat hier geschrieben, wie heftig Chris Tyson, Mr. Beasts Kollegin, exposed wurde. Aber Chris Tyson ist doch ihr Deadname, oder? Also sie heißt ja jetzt anders. Und, oder bin ich komplett dumm, oder ist, also sie hieß ja früher Chris Tyson, oder? Oder habe ich da irgendwas verplant? Helft mir, Chat, wo sind die Mr. Beast Fans? Weil für mich ist Chris ein männlicher Name. Und Mr. Beasts Kollegin, aber also das soll keine Unterstellung oder sonst irgendwas sein, ich habe das einfach noch nicht gecheckt. Chris wohl noch zweiter Vornamen, okay, verstehe. Okay, dann habe ich nichts gesagt, es war nur komisch wegen Chris und dann Kollegin, aber ja, dann kann ja auch ein weiblicher Name sein, inzwischen sind ja eh fast alle Namen geschlechtsneutral. Ist natürlich immer riskant. Dann revidiere ich. Ohne die ganze Historie. Was vorgeworfen zu haben, war trotzdem. Die Historie zu der Thematik, was ich heute eigentlich ausdrücken will, beginnt für mich, glaube ich, hier. Und zwar war das ein Tweet von Alpha Kevin. Nimm es mir nicht übel, es geht hier um Tobias Huch. Tyson, er hat Huch was gesagt über seinen Prozess gegen Shoyoka und Alpha Kevin schreibt dann völlig ohne Grund, aus meiner Sicht, er hat mit dem Thema überhaupt nichts zu tun gehabt, nimm es mir nicht übel, aber irgendwann ist doch auch mal genug. Unabhängig davon, wie sehr man Shoyoka persönlich mag oder nicht, aber sie hier im Zusammenhang mit all den Worten zu bringen, ist nur noch absurd. Na, also deutliche Positionierung gegen Tobias Huch. Ich kenne die Historie der beiden nicht, aber ich glaube, sie waren früher zumindest mal keine Feinde. Zumindest mein Grund, könnte mir ja gerne kommentieren. Aber hier wird also in irgendeiner... Das würde ich aber auch wissen. Ist irgendwas vorgefallen? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Form irgendjemand nicht, in den Rücken gefallen. Ist hier irgendjemand, dazu, kann man machen. Ist hier kein Alpha Kevin oder Tobias Huch Ultra hier gerade im Chat? Ja, man muss halt nur gucken, dass man irgendwie straight auch vielleicht auf einer Linie bleibt. Und damit will ich nicht sagen, dass du nicht mal deine Meinung ändern kannst oder, wie ich gesagt habe, dass du jemanden mögen kannst und kannst ihn trotzdem mal kritisieren in den Dingen. Ja, das ist okay, das kann man machen. Aber es zieht sich bei mir so ein bisschen wie ein roter Faden durch diese ganze Story. Also im Prinzip verteidigt er ja hier Pia Scholz sogar, gell? Stellt sich also auf ihre Seite. Ja, nicht nur im Prinzip, sondern relativ stark sogar. Ja. Als nächstes kam es dann so, er schreibt mir, mir ist der Beef ehrlich komplett egal. Und er hat dann auch, oder hat eine ganze Zeit, sich aus diesem Thema völlig rausgehalten. Es geht aber, muss man auch dazu sagen, hier noch, das war nur Tweet 1 von 8, da kommen noch 2, 3, 4, 5, 7, 8 von 8 dazu, ne? Ja, wo auch noch einiges drinsteht. Aber gerade 1 und 2 sind auf jeden Fall relativ pro Shoyoka. Bis dann plötzlich, komischerweise, vor kurzem, und zwar kam dann das hier. Schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken uns jetzt, ja, ich weiß, ich bin eine übelste Doppelmoral, weil ich vor einem halben Jahr gesagt habe, ich gucke nicht mehr. Team Akish Hole Let's Play. Ne, das macht keinen Sinn. Team Akish. Akisho Let's Play. Herzlich willkommen, danke für den Follow. Die Videos zu Shoyoka an und. Ja, ist Doppelmoral. Ich hab was dazu gesagt. Ich hab. Jeder ist irgendwie manchmal Doppelmoralist. Ne, ist klar. Hab ich tatsächlich auch. Ich glaube, so 7 Monate dran gehalten, aber jetzt irgendwann dachte ich mir, es interessiert mich jetzt mal wieder, was los ist. Ja, ich bekomme es die ganze Zeit auf Twitter mit, ich bekomme es die ganze Zeit auf YouTube mit und die Videos sind schon fast eigentlich unumgänglich und jetzt habe ich mir mal ein Herz gefasst und gesagt, jetzt gucke ich mal wieder mit rein. Deshalb, Doppelmoral ist am Start, könnt ihr direkt in die Kommentare schreiben. Warum sind die Videos unumgänglich? Verstehe ich nicht, also ich... Kann mich jemand updaten, warum sind die unumgänglich? Damit ihr einfach. Ja, das reicht schon. Also, das hat mich sehr gewundert, dass er da plötzlich wieder drauf geht, weil die Videos. Also, für mich waren dieser Kuchen-Shoyoka-Beef war von Anfang an relativ gleich. Also, gab's halt immer und gab immer Höhen und Tiefen. Ja. Umgänglich sind wahrscheinlich oder weil sonst irgendwas ist. Keine Ahnung. Wenn ich sowas machen würde, würde ich einfach sagen, alles für die Klicks. Ne? Ja. Ja, also ich denke auch, dass Alpha Kevin um die Klicks geht. Also wir müssen uns nichts vormachen. Die Shoyoka-Kuchen-Thematik ist unumgänglich. Er ist umgänglich so. Aber ist ja auch kein Problem. Also ich meine, ich behandle auch einige Themen für Klicks und nicht, weil ich da unfassbar Bock drauf habe. Aber tatsächlich relativ wenig. Also auf die meisten Themen habe ich schon auch Bock, aber ja, genau. Sie sind unumgänglich, weil Alpha Kevin ein neues Auto braucht. Und dann hat er einige Videos auch wieder zu. Aber wie gesagt, ist ja auch kein Problem. Ich meine, das ist das.
Also, ja, ist halt Social Media, ne? Thematik KuchenTV und Shoyoka so gemacht halt. Oder hat sich Kuchenvideos angeguckt und so weiter, ja. Und war dann auch wieder eher, hatte ich den Eindruck, auf der Seite von Kuchen. Ja. Also, straight bleiben, ja, versteht ihr, was ich meine? Nicht irgendwie so, ich habe damit echt Probleme. Das ist, aber wie gesagt, kann ja... Ja, ich kann ihn da verstehen, also ich kann da die Kritik von Alex auf jeden Fall verstehen. Ich meine, da hatte alle hier, Alpha Kevin ja auch die Selbstkritik, dass er sich da so ein bisschen gegen seinen eigenen Dings stellt. Und das muss auch Alpha Kevin bewusst sein, dass er sich da auch gegen seinen eigenen Tweet von gegen Tobias Huch stellt. Ich meine, er frontet quasi Tobias Huch, und das muss man auch sagen, unter anderem, da waren noch andere Punkte dabei, aber unter anderem daran, dass er es nicht gut lassen kann. Und dann kann man jetzt sagen, okay, er lässt auch nicht gut sein. Er ist sich dem auch, denke ich, bewusst, dass man das jetzt gegen ihn bringen kann. Er hat sich trotzdem dafür entschieden, ist ja sein gutes Recht. Aber ich kann Alex hier schon verstehen, dass ihm das ein bisschen komisch aufstößt. Kann jedem mal passieren. Dann kam, das ist schon ein bisschen länger her, ich Folgendes gesehen, hat er eine Reaction gemacht auf meinen Freund, ja, Salami hier. Ey, Alter, ich habe so ein geiles Hemd da an. Ging so um Amar, auch bei Alpha Kevin und Salami. Ist es ja immer mal so, ich weiß nicht, früher hatten die oft aufeinander reagiert, dann hat Alpha Kevin plötzlich überhaupt nicht mehr auf Salami reagiert, dann wusste man nicht genau, ist da was nicht, ist eine andere Person. Geiles Hemd und geiler Typ, hallo? Involviert, die da irgendwie was gedreht haben, ja, nein, weiß ich nicht, also alles ein bisschen komisch, ja. Und dann kamen aber doch wieder Reactions von ihm auf Salami, ist auch cool so, und dann kam hier das. Es geht hier, sage ich gleich dazu, um die Bücher, die hier bei Salami im Hintergrund sind. Ja, ja, also das ist ganz interessant, das jetzt so von Alex zu sehen aus Zuschauersicht, weil er anscheinend mich schaut und Alpha Kevin schaut und so das Gefühl hat, dass bei Alpha Kevin und mir irgendwie was im Unreinen ist. Ist ganz spannend. Da können Alpha Kevin und ich vielleicht uns mal an die gegenseitige Nase fassen und mal schauen. Wie man das vielleicht verbessern kann. Ja. Junge! Junge! Ich habe das null gecheckt, vorhin hat das jemand reingeschrieben und das wurde ja nicht freigegeben, so, weil halt... Nee, schon wieder das Thema. Wir reagieren heute nur aufs Bücherregal-Chat. Alter, Bro, schwierig. Am besten mal gucken, was man so für Bücher da im Hintergrund hat. Hier kann man ja noch verstehen, so Geschichte, okay. Aber das hier... Es ist ein weirder Titel für ein Buch. Das muss ich mal an der Stelle sagen. Ne, also ich distanziere mich von Salami-Brötchen, also von Torpen sozusagen. Also Sebastian Torpen, weil er ist ja jetzt... Ja, das reicht. Das Bücherregal wird einfach deine Prime. Ihr wisst gar nicht, wie ich das ausschlachten werde, wenn ich wieder bei meinen Großeltern bin. Mal, Salami hatte zu der Thematik auch ein Video gemacht. Schauen wir mal da kurz rein, was Kevin dann da sagt. Dem Salami hat das nämlich nicht so gefallen. Ging aber nicht nur um Alpha Kevin, sondern auch um ein paar andere Leute. Ja, ist doch logisch, ist doch klar. Ich glaube, niemand dachte sich so, ey, yo, Salami-Brötchen, das ist nicht angeschlossen. Salami-Brötchen, okay, der hat jetzt hier irgendwelche NS-Ideologien, die er verfolgt, sondern es sind halt einfach Aufklärungsbücher, aber es sieht halt einfach komisch aus, wenn da einfach so auf einem Buch SH steht. So, ist halt einfach, ist halt, also, weißt du, kommt halt komisch und ist lustig. Ja, schaut doch gerne die letzte Reaction, wahrscheinlich ist die andere davor gekommen, da habe ich einiges dazu gesagt. So, Alex, danke für den Satz. Genau in der Zeit mit Fotografien dargestellt. Also, ja, angeblich hat das jetzt niemand ernst genommen. Weil es ist halt offensichtlich einfach lustig. Also, keine Ahnung, da fällt mir nichts mehr so ein, ehrlich gesagt. Es ist einfach meiner Meinung nach peinlich, wie sie sich da aufregen und auf empört tun, als wäre das wirklich das krasseste Verbrechen aller Zeiten, solche Bücher zu besitzen. Aber sie sich zu schade sind, einfach mal 5 Sekunden zu investieren, um das Buch einfach mal zu googeln. Der Titel reicht, den sehen sie ja, den bemängeln sie ja so krass und man bekommt direkt als allerersten Beitrag quasi dieses Buch angezeigt. Und ist das jetzt ernst gemeint? Ich weiß gerade nicht, ist es jetzt einfach nur überspitzt dargestellt? Ich hab jetzt eigentlich keine Lust, SH in Google einzugeben. Es war eigentlich bloß, man hat da hingeguckt, es war halt lustig, da muss ich jetzt keine Recherchen anstellen. Direkt sehen, was das für ein Autor ist. Und ein Alpha Kevin zum Beispiel redet in seiner Amar-Reaction ungefähr eine Minute über diese Bücher. Also eine beispielsweise Ausrede.
Ich habe heute mehr Videos von mir selber geschaut als von anderen. Ja, dass es ja eine Live-Reaction ist und dass man das ja nicht googeln kann, keine Zeit, blablablub, lasse ich auch einfach nicht gelten an der Stelle. Und ich habe das auch zum Beispiel mit Alpha Kevin schon privat geklärt. Ich habe ihm geschrieben, dass ich einfach nicht so cool fand. Wir haben darüber geredet. Alles gut, gar kein Stress. Ich will ihn nicht bloßstellen oder sonst was. Aber ich finde es auch einfach wichtig, das mal aufzuzeigen, Erfolg. Wie schnell diese ganze... Wenn das Erfolg ist, wo ist mein scheiß Auto? Wo ist mein Lambo vor der Tür? Die ganzen YouTuber einfach urteilen, draufhauen, Leute einfach irgendwas mehr oder weniger indirekt unterstellen. Hey, das machen wir doch gar nicht. Also das habe ich bei keinem jetzt hier wahrnehmen können, dass sie irgendwas unterstellen oder so. Muss ich widersprechen, aufgrund dieser Reaction gab es eine Menge Kommentare, auch bei Salami. Ja, Mann. Ja? Und wie gesagt, ich habe einige noch gelöscht. Von daher, aber gut, wer sagt heute, es war natürlich schon witzig gemeint, klar. Dann ist das so, ist mir aber ein bisschen aufgestoßen. Wisst ihr, was ich gemacht habe, als ich das damals gesehen habe? Ich habe das hier gemacht. Jetzt kommt so X-Hamster. Was hat er so gegoogelt? Warte. Scheiße. Warte. Buch sieht man bei Twitter, wer Herzen gibt. Geil. Es ging, wie gesagt, da ist immer noch markiert. So, und dann stößt du als erstes Fahrrad. Boah, danke. Auf Lass dieses Fahrrad Buch. Wenigstens. Ja, ist ein Bildband und nichts weiter. Und was das andere Buch angeht, das ist ebenfalls, hat einen geschichtlichen Hintergrund. Die Sachen für sich, alles cool. Aber ich stoße immer wieder auf solche Sachen. Und wie gesagt, gestern hat es für mich den Höhepunkt gefunden damit, dass es mich dann tatsächlich teilweise auf eine Seite von Shoyoka treibt. Ja? Und das meine ich ganz ehrlich. Ja? Das meine ich ganz ehrlich. Also, das zur Vorgeschichte. Bruder, das ist aber doch ein Shoyoka-Ding, Kontaktschild mit Kommentaren herzustellen. Erklär das mal. Und ich weiß ich nicht, wann immer ich, letztendlich war auch mal irgendwas, da habe ich sogar kommentiert. Wo ist das? Ah, hier. Das war das hier. Von der Bundesregierung bezahlt werden und dann von allem nichts mehr wissen. Ich erkenne hier Parallelen, Herr Kuchen. Das bezieht sich hier auf Geld, was zur Verfügung gestellt wurde von der Bundesregierung für die Corona-Warn-App. Also für Werbung für die Warn-App. Okay, ja, verstehe. Und TV hat nicht die Corona-Warn-App gebaut, sondern die haben Werbung dafür gemacht. Es geht um Werbung dafür. Und dann dafür würde Kuchen TV kritisiert. Und dann schreibt Alpha Kevin, von der Bundesregierung bezahlt werden und dann von allem nichts mehr wissen. Ich erkenne hier Parallelen her, @Kuchengeschmack. Okay, kann ich schwer was mit anfangen. Ich weiß nicht, ob das hier ernst gemeint ist oder Joke. Kann ich wirklich nicht, check ich nicht. Das mit dem her wirkt auf jeden Fall eher jokig, aber das davor wirkt eigentlich relativ ernst. Kein Plan. Dann teilt er hier dieses Foto, da steht hier KuchenTV und 1,14 Millionen Euro sind da ausgegeben worden. So, was habe ich darauf? Ja, weil kein irgendwie Mensch, der bis 13 kann, denkt daran, dass KuchenTV 1,1 Millionen bekommen hat für fucking eine Werbung für die Corona-Warn-App. Ich habe ihm kommentiert, gucken wir mal, ob mein Kommentar noch da ist. Etwas Hintergrund, die Liste gibt es übrigens auch ohne den schwarzen Balken mit vielen anderen Influencern. Es ist insoweit ein Gesamtbetrag. Ja, so ein Sammeltopf, da hat jeder was draus bekommen. Kann KuchenTV mal seine 20.000 Bar ausgezahlt bekommen, dann ist gut. Und wenn man sich das Original anguckt, dann stehen da halt ganz viele andere Influencer drunter und hat jeder dann irgendwie ein bisschen was davon anscheinend bekommen. Ja, das sind Sachen, das ja, geht mir einfach nicht so rein. Aber hey, kann jeder machen, wie er will. Zuletzt kam dann das hier, hat er sich irgendwie mit jemandem gezofft. Geh einfach weit weg, Kevin, du wirst hier nicht gebraucht für gar nichts. Okay, das ist ein blöder Spruch. Könntest meine Oma sein, sei mal ein bisschen netter. Ja gut, aber das finde ich jetzt unproblematisch. Also das hätte ich zwar so nicht geschrieben, sondern vielleicht noch ein bisschen asozialer, aber also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das davor habe ich nicht ganz gecheckt. Ja, ist auch ein blöder Spruch. Gut, aber okay. Also, ich hoffe, einige verstehen. Ich stoße halt immer wieder auf ihn und ich habe immer wieder... Ja, aber kann ich verstehen. Also, wenn er halt da irgendwie immer mal wieder Probleme hat mit manchen Aussagen von Alpha Kevin, ist es ja okay, dass er hier mal seinem Frust einen Kanal bietet, ne? Wieder ein bisschen, das ist einfach nicht so meins. Mehr sage ich dazu nicht. Ist ja auch okay, also ist Geschmackssache. Ich mag auch manche YouTuber nicht oder kommen mit deren Aussagen oft nicht klar. Alles verständlich. Aber bisher war jetzt nichts dabei, wo Alpha Kevin irgendwas krass Schreckliches gemacht hat, ne? Also muss man auch sagen.
ist halt so Ansichtssache. Ja, kann jeder machen, wie er mag. Normalerweise schätze ich ihn eigentlich immer so ein, dass er versucht. Also das Schlimmste fand ich persönlich den Tweet gegen Tobias Huch, den fühle ich gar nicht. Das bei mir ist halt so ein, ja, also ich fühle es logischerweise auch nicht, aber ich akzeptiere auch, wenn er das anders sieht. Und die Tweets fand ich jetzt relativ harmlos oder komplett harmlos. Eigentlich mit niemandem anzuecken, aber dann kommen immer so ein bisschen Dinge, ja? Gut, jetzt. Finde ich auch okay, ich mag jetzt zum Beispiel Salami auch nicht. Ja, deswegen chillst du auch seit 3 Stunden hier in diesem Chat, ne? Geh mal in das Video rein, was ich mir angucken will. Kontext ist hier der, ja, ich sag einfach mal, dieser Stream, den Shoyoka da angekündigt hatte, der KuchenTVs Leben verändert und so weiter. Schauen wir einfach mal rein, was Alpha Kevin sich jetzt aus diesem, so ein relativ langer Stream, ich habe ihn nicht komplett gesehen bisher, steht glaube ich noch als VOD online, ich werde mir das auch noch reinziehen. Sie macht jetzt die einzelnen Sachen, glaube ich, als YouTube-Videos. Da ist eins da, ich bin gestern auch im Zuge eines meiner Tweets gebeten worden, mir vielleicht mal dieses... Die Aussagen von Alpha Kevin waren in Ordnung, aber was haben irgendwelche Kommentare damit zu tun? Das waren meiner Meinung nach kein, das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Man weiß ja auch nicht, woher die User kommen. Achso, meinst du bei mir oder was? Ja, aber man merkt schon, ich habe ja auch nicht gesagt, dass die Kommentare persönlich von Alpha Kevin kommen, aber nachdem halt die Reactions von Kuchen und Alpha Kevin online gekommen sind, habe ich halt einfach diese Kommentare bekommen. Klar gab es auch ein paar durch mein Video an sich, aber die meisten, die kamen tatsächlich dann die ganze Zeit reingetröpfelt nach den Reactions und es stehen auch einige dieser Kommentare bei denen im Live-Chat und unter deren Videos. Video anzugucken, über das er da spricht. Und ich habe für mich entschieden, dass ich das auch mache. Ja, das heißt, für die, die es nicht interessiert, wird es dann wieder furchtbar langweilig. Aber ich will einfach meinen Mund bei manchen Sachen nicht mehr halten. Das, man muss ja auch einfach mal seine Meinung dazu sagen. Ja, mit diesem muss man nicht immer machen. Ne? Also, los geht's. Schauen wir, was Alpha Kevin hier zu sagen hat zu dem langen Stream, den er gesehen hat. Ich wollte das Video tatsächlich schauen. Ich habe mir so ein Viertel von dem Video von Alpha Kevin hier angeschaut. Aber dann schauen wir es doch einfach mit Alexander Boos zusammen. Kleine Watchparty mit Alex. Den hat oder auch nicht, weiß ich nicht. Teilweise. Neben KuchenTV ist nun auch Shoyoka ins YouTube-Game eingestiegen, um KuchenTV zu zerstören. Ja, damit geht das Framing natürlich schon los. Ne? Damit hat er sich eigentlich schon klar positioniert. Sie ist angeblich ins YouTube-Game eingestiegen, um KuchenTV zu zerstören. Ja, das ist eine Bananenaussage. Zusätzlich gibt es nun auch eine Kuchen. Also sie war natürlich schon vorher im YouTube-Game drin. Sie hatte irgendwie 60.000 Abos auf ihrem Gaming-Kanal. Aber sie hatte jetzt schon andere. Also ich finde die Aussage eigentlich okay. So kann man schon so machen. Files-Seite, die alles Negative rund um KuchenTV zusammenträgt, um ihn monetär hops zu nehmen. Wieso monetär hops nehmen? Es ist alles so, geht schon alles wieder voll in so eine Richtung. Kann man ja machen, ja. Aber vor einiger Zeit war er noch auf ihrer Seite. Jetzt. Also das monetär hops nehmen, das finde ich, also das ist schon treffend von Alpha Kevin, weil sie ja auch irgendwas mit Werbepartnern da meinte, oder? War da nicht was, Chat? Ich meine mich daran zu erinnern, dass da irgendwas mit an Werbepartner schicken im Raum stand. Aber er will, glaube ich, wieder auf diese Wendehälsigkeit anspielen. Und da kann ich es schon wieder verstehen, dass ihn das so ein bisschen triggert. Ist ja irgendwie doch wieder... Also mich triggert es nicht, aber ich kann verstehen, dass ihn das triggert. Anders? Ich weiß nicht. Und genau das Ganze schauen wir uns heute mal etwas genauer an. Alles kann ich euch aber jetzt hier nicht zusammenfassen. Aber man muss schon sagen, dass das halt unglücklich ist, weil Alpha Kevin schon hart gegen Tobias Huch damals geschossen hat in 8 Tweets. Und dass er jetzt halt dann so, jetzt halt so selber komplett da einsteigt und Hauptkanalvideos dazu macht und ganz viele Reactions und so, ist halt schon wirklich, also ich denke, er ist sich da bewusst, dass er sich da was anhören muss und da kann er auch nicht viel gegen sagen tatsächlich. Weil die ganzen Texte definitiv zu lang sind. An der Stelle aber erstmal eine Bitte, versucht sachlich zu bleiben. Ich gebe jetzt hierbei auch mein Bestes, nicht voreingenommen an die ganze Sache ranzugehen, weil das schlichtweg... Ich glaube, das wird wahrscheinlich sowieso nicht passieren, dann müsste man Farbe bekennen, ne? Aber gut, es ging in dem Video tatsächlich, oder in diesem ersten Teil, den sie auf YouTube gestellt hat, um einen, ja, ich sag mal, um ein altes Video von KuchenTV, zu dem er sich aber aktuell auch ab und zu mal wohl geäußert hat, was er... Miriam, ich finde, Loyalität in diesem YouTube-Game gibt's generell nicht. Also, sowas existiert nicht, weißt du?
Also überleg doch mal, Alpha Kevin wurde von einem Kuchen-TV hochgezogen wie sonst was, ja. Ohne Kuchen-TV gäbe es Alpha Kevin wahrscheinlich heute in der Form nicht. Trotzdem hat Alpha Kevin in der Vergangenheit schon so viele Beefs mit Kuchen-TV gehabt, so oft gegen ihn geschossen, so oft ihn kritisiert und so. Bei mir kann man bestimmt in manchen Kontexten auch sagen, dass ich ihn öffentlich kritisiere, obwohl ich es auch privat hätte klären können und so. Ich habe jetzt nicht oft, ich habe zweimal ihn kritisiert oder so, aber trotzdem, obwohl er mich zwar nicht so wie KuhnTV, aber auch schon sehr krass hochgezogen hat und so. Wisst ihr? Aber ich finde, man sollte loyal zu sich selber sein und loyal zu seiner Meinung und sich nicht so verdrehen und aufpassen, wie was ankommt und so und schauen, dass man irgendwie niemanden aneckt und das alles hahaha ist. Sowas kann ich verstehen, dass das Alexander Bus abfuckt und ich weiß auch, dass er jemand ist, der sehr, sehr, dem sowas sehr, sehr wichtig ist, dem sehr, sehr wichtig ist, dass die Leute wirklich ihre Meinung haben und auch gerade aussagen. Und deswegen verstehe ich, dass ihm das bitter aufstößt. Ich kann das gut verstehen, weil ich bin eigentlich auch so. Ja, immer noch. Gelöft wie eine Rede. Weil ich es einfach mal gut finde. Und da ging es damals um ein 12-jähriges Mädchen. Durch Alpha Kevin kenne ich dich. Das wird auch den meisten hier so gehen. Ich sag, safe 40% der Leute kennen mich hier durch Alpha Kevin. Ja, gegen das er da gefrontet hat. Ich glaube, so kann man es sagen. Wäre. Denn bisher, muss ich ehrlich zugeben, habe ich von Shoyoka jetzt nicht so viel Positives gehört. Liegt aber auch daran, dass ich einige Videos von KuchenTV über Shoyoka angeschaut habe und deshalb könnte es sogar mal helfen, ihre Seite genauer zu hören. Ja, da hat er recht. Passt allerdings nicht so zu den, boah, ich sag mal, zu diesen Spitzen, die er am Anfang schon gebracht hat, wo seine Positionierung schon klar. Ich kenne dich von Ton verändert, deine Visage war auf einmal auf meiner Startseite. Durch Alicia Joe? Hä? Wie denn das? Kevin Alpha, Rezo. Ja, Rezo werden wahrscheinlich auch viele Sinn sein. Ich kenne durch Maximilian Pütz. Junge, diese scheiß Emojis. Da ist. Es passt auch nicht zu seiner generellen Haltung, mal so, mal so. Und es passt auch nicht dazu, ich habe das Video natürlich jetzt schon gesehen, dass nur sehr, sehr wenig Info. Sie hat mal auf ein Video von dir reagiert? Wirklich? Und das sagt ihr mir nicht, oder was? Kann mir das jemand raussuchen? Oh mein Gott, das muss ich doch sehen. Seid ihr des Wahnsinns? Warum schickt mir das keiner? Von dieser Seite sich darin befindet und auch aus ihrem Video. Ihr Video ist ja da. Ja? Also das ist auch ein Grund, da muss man... Oh, um Gottes Willen, wie hast du denn den Übergang geschafft? Man mehr reingehen, da muss man tiefer reingehen, muss man sich ihr komplettes Video anschauen dazu. Ich sage jetzt nicht, dass er das nicht getan hat, aber es ist in diesem Video... Ja, ich weiß, Alex, ich weiß, aber ich find's lustig. Ja, okay, es sind wirklich alle dabei, Tobias Huch, jeder hat irgendwie was. Zu wenig Kaiser. Verarbeitet. Also, mal schauen, was sich jetzt daraus ergibt und ob das Ganze nun verständlicher wird. Beginnen wir aber erstmal mit der Intention von Shoyokas Stream bzw. Video. Sie hat nun nämlich vor, jeden Freitag ein Zerstörungsstream gegen... Imp und Kuchen waren nicht auf Twitch, irgendwas will man gucken. Bin ich jetzt irgendwie deine Notlösung oder was? KuchenTV zu machen, wo sie auf diese Kuchen-Files-Seite Stück für Stück eingeht. Und naja, ich sag's mal so, es sieht danach aus, als würde sie super gern KuchenTV deplattformen wollen. Und nicht nur das, auch das private Leben sollte davon betroffen sein. Aber es ist sehr schön auf jeden Fall zu sehen, dass es Menschen gibt, die auch einfach kein Interesse haben an der Kackscheiße, die er da veranstaltet. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er Kinder als Schiedsrichter pfeift, dass er immer noch Sponsorings hat und dass er immer... Also, bei aller Liebe, das geht zu weit. Also das geht wirklich zu weit, dass er immer noch Kinder als Schiedsrichter pfeift. Bruder, nur weil er jetzt irgendwie im Internet eine ziemlich vulgäre Persönlichkeit ist. Alter, wisst ihr eigentlich, wie scheiße wenige Schiedsrichter und Trainer es gibt? Wisst ihr, wie wenige Leute es gibt im Ehrenamt? Ich habe 2,5 Jahre bis vor einem halben Jahr Ehrenamt gemacht. Auch wirklich 7 Tage die Woche teilweise. Ich habe da Herzblut alles reingesteckt. Wisst ihr eigentlich, wie undankbar das ist? Wie viel Arbeit das ist? Wie wenige Leute das machen wollen? Vor allem Schiedsrichter, Digga. Es gibt so wenige Schiedsrichter, die da Bock drauf haben, sich die Zeit nehmen, gerade ein KuchenTV, der ja wirklich Großverdiener und Millionär ist, dass der sich da hinstellt und irgendwelche D-Jugendspieler pfeift. Das ist ehrenwert, das sollte man würdigen und das sollte man einem Menschen nicht kaputt machen, nur weil der im Internet irgendwie einen mal ein bisschen frontet und so. Also gerade als Schiedsrichter hast du nicht den geilsten Job, kann ich dir sagen. Das finde ich schon echt nicht in Ordnung.
Ja. Du kriegst doch die Fahrtkosten erstattet. Ja, und kennt ihr diese Backsteinkabinen, wo man dann als Schiedsrichter oder so hin muss und dann kannst du irgendwie noch so einen räudigen Kuchen, obwohl der manchmal auch ganz gut ist, dir irgendwie so auf dieses Papp, dieses rechteckige Pappding holen und dann kriegst du irgendwie noch so ein 20er zugesteckt und wurdest von 37 Vätern auf den Tod beleidigt und irgendwelche Kinder von irgendwelchen Kindern angespuckt, Alter. Deutschland hat 3x3 gewonnen. Geil! Immer noch geplattformt wird. Ich wünsche. Wollte die Lehrerfrau dich da nicht auch rausekeln? Nee, so direkt auf jeden Fall nicht wie eine Shoyoka, aber schaut mein Video, da bekommt ihr mehr Infos. Es wäre mehr Kuchen-TV drin, aber. Also das war natürlich ja auch ein ziemlicher Bananensatz jetzt von Kuchen-TV. Zu der anderen Sache, weil Alpha Kevin meint, es soll jetzt ins private Leben hineingehen. Also ich glaube, wer den Stream in diesem Punkt gesehen hat, danke für den Follow, herzlich willkommen. Steht das schon ein bisschen anders. Ganz normaler Inhalt, ne? Ist gut, wenn so ein Typ Schiedsrichter ist. Also, mal grundsätzlich, dieses Video damals, also ich glaube, das weiß er auch selber, also ich hätte es nicht gemacht, ja. Muss ich leider so sagen, lieber Tim, ich kann dich echt gut leiden, aber das, ja, meine Güte, das sind halt so Jugendsünden, das, boah. Meint ihr jetzt das Video gegen die 12-Jährige oder was? Ich glaube und denke, das würde er heute in der Form nicht mehr machen, aber war natürlich, also ich, wie hat Simon Bergmann mal sinngemäß gesagt, also ich würde das nicht begrüßen, ja, ja, muss man so sagen. Krasses Zitat. Ja. Ich glaube, es hat Simon Bergmann zum ersten Mal gesagt. Es gab es vorher noch nicht. Ich lieb's, wie er so Simon Bergmann-Fan ist. Minderjährigen. Das ist übrigens einer der Scherz-Bergmann-Anwälte, die da viele Promis vertreten, wie Lindemann. So eine Seite, um mal aufzuzeigen, was wie wo gemacht wird, macht man schnell. Und einfach nur aufzuzeigen, wie ihr euch selbst zerlegt und sichtbar zu machen für Sponsoren und für Agenturen und für Arbeitgeber, gerade wenn man sich frisch selbstständig gemacht hat, das geht super schnell. Und ihr könnt euch auch nicht darüber aufregen, dass euch Leute bedrohen oder andere Sachen. Es sind Zusammenschnitte von eurer eigenen Tat, von euren eigenen Inhalten und euren eigenen Videos. Und von euren eigenen Taten oder eigener Tat. Als hätte der wirklich so strafrechtlich relevante Sachen abgezogen. Wenn das alles problemlos ist und alles ohne Stress funktioniert, dann hat das ja auch keinen negativen Einfluss auf euer Leben, oder? Ich habe nicht das Ziel. Naja, Shoyoka, der entscheidende Unterschied ist, dass wenn QTV und so sagen, dass die Videos unproblematisch sind, dann meinen sie natürlich die Videos an sich auf ihrem Kanal. Ja, wenn du einen Kuchen-Files-Seite da bewirbst oder halt zeigst, oder es halt einfach eine Kuchenfeld-Seite gibt, bei dem alle diese Videos halt interpretiert werden als schlecht und als schlecht geframed werden und da halt auch so plakativ hingestellt werden als Ziel, das sind die gefährlichen, das sind die schlechten Punkte von Kuchen.tv, dann werden sie ja negativ dargestellt. Versteht ihr, wie ich meine? Also das ist ja dann, zu jedem Video, zu jedem Tweet steht ja ein ellenlanger Text. Das kannst du ja nicht vergleichen. Also, das macht überhaupt keinen Sinn von dir an der Stelle. Mia, vielen Dank für dein Follow. Fühl dich herzlich willkommen gedrückt von unseren Armen oder so. Dich irgendwie zu läutern oder deine Community zu läutern. Aber ich habe das Ziel, allen Menschen in deinem sozialen Umfeld einmal aufzuzeigen, was eigentlich für ein Mensch hinter dir steckt. Das ist halt. Digga, Shoyoka, du weißt gar nicht, was für ein Mensch dahinter steckt. Niemand weiß es. Ihr wisst auch nicht, was für ein Mensch hinter mir steckt. Ihr wisst nicht, was für ein Mensch hinter Alex steht, hinter hier Alpha Kevin, hinter Shoyoka. Das weiß doch keiner. Also was nimmt sie sich raus, dass sie QTV privat kennt, Digga? Das weiß nicht mal ein Jay Riddle und so. Die wissen auch nicht, was wirklich, wirklich für ein Mensch dahinter steckt. Das weiß nur QTV selbst und seine allerengsten Angehörigen. Wo er sich wirklich fallen lässt. Wo er genau zeigt, was er für ein Mensch ist. Macht überhaupt keinen Sinn. Schon ziemlich krass, weil es jetzt hierbei nicht nur um das Internet-Thema geht. Um welches Thema geht es denn noch? Jetzt irgendwie wieder an mir vorbeigegangen anscheinend. Ja, um das Fußball-Ding und seine sozialen Kontakte und Freunde, Familie halt so, weil die ja keine sozialen Kontakte sind, die da reingezogen werden und denen aufgezeigt werden soll, wie schlimm QTV wirklich sind.
ist. Und Shoyoka distanzierte sich direkt auch am Anfang von dem Betsy Vorwurf, Lina, dass sie diese Seite erstellt habe. Denn dahin so, also mal Vorsicht. Das ist natürlich, klar, kann jeder bewerten, wie er will, mit dieser Seite und so weiter. Es handelt sich um eine Internetseite, glaube ich, auch ohne Impressum. Also alles ein bisschen kritisch. Was ich bisher jetzt nur aus Ihrem Video gesehen habe, ich war auf der Seite nicht, stehen aber Sachen drauf, die schon so entsprechend passiert sind. Ja, also bisher kam da wohl nichts, was da jetzt irgendwie nicht stimmt. Also ich glaube, es geht darum, das meinte Alpha Kevin, dass halt Shoyoka, also das, was Shoyoka damit bezwecken will, das, was die Shoyoka erreichen will. Bezug auf die Seite. Ich sage hier vielleicht mal was Grundsätzliches dazu. Ich bin jetzt auch kein Fan davon, dass du irgendwie Leute deplattform... Mellos, ich bin Fan von Shoyoka. Ich glaube, ich habe das noch nicht im Stream gesagt, aber ein weiser Mann, vielleicht auch eine weise Frau, hat mal gesagt, der Feind deines Feindes ist dein Freund. Und einmal dürft ihr raten, wer gerade Shoyokas Feind ist und demnach bin ich ab jetzt Shoyokas Freund. Hihi. Formen willst oder dass du... Okay, ich muss gucken, TV haten ab jetzt. Du jetzt da so Sachen sagst wie, ja, wenn das, was weiß ich, Sponsoren mitkriegen oder sowas. Also wenn es in diese Richtung geht, das mag ich auch nicht. Wir dürfen jetzt aber eins bei dieser Thematik nicht vergessen. Ich sag's nochmal, ich bin großer Fan auch von Tim Held. Ja, also ich mag ihn so. Ich weiß aber auch, dass er früher viel gemacht hat, was ich vielleicht als Mist einordnen würde. Das ist eben so. Und ich glaube auch, dass... Hast du Hamburg? Ich kann verstehen, dass du gerade so ein bisschen genervt bist, aber schalt mal einen Gang zurück, ja, also ich verstehe Alex, der hat hier ein paar Aussagen, wo er einfach nicht, ich weiß nicht genau, ich habe das Gefühl, er sieht es halt einfach sehr faktisch, wisst ihr, er sieht halt die Seite und sieht, okay, Fakten, Fakten, Fakten und ich glaube, er ist nicht so ganz in diesem... Ich glaube, ihn nervt so ein bisschen dieses ganze Interpretationsding, wisst ihr? Dieses ganze rein interpretieren, was sie damit meinen will und so weiter. Obwohl sie ja relativ klar sagt. Also, ich glaube, Alex ist da wirklich so... Alex ist hier so wirklich so ein Ticken auf dem Holzweg. Aktuell, aber wir wissen nicht, was noch kommt. Dass er diese Dinge heute nicht mehr tun würde. Jetzt kommt aber hier ein Alpha Kevin und fängt an, diese Sachen zu bewerten. Und ich muss sagen, diese Dinge, die da kommen, sie will ja nicht auf ein 10 Jahre altes Video hinaus. Sie zeigt ja damit die Anfänge und kombiniert das aber mit aktuellen Aussagen, die jetzt, ne, bleiben wir bei dem Beispiel mit dieser 12-Jährigen, dass er das eben immer noch gut findet, dass er da immer noch dahinter steht. Ja, das ist ihr unbenommen. Die beiden haben seit längerem Stress. Es kamen auch Aussagen in die andere Richtung, die sie in ihrem Video da hervorbringt. Also es ist nicht nur so, dass, so wie ich das jetzt bei Alpha Kevin schon raushöre, dass sie jetzt hier KuchenTV zerstören will oder sowas, sondern es kamen ja auch Dinge in die andere Richtung. Das darf man bei der ganzen Sache nicht verkennen. Ich meine damit zum Beispiel diesen legendären Saufstream, ja. Auch, ich meine, ich habe das auch gesehen, ich habe da auch teilweise gelacht, ja, Asche auf mein Haupt. Trotzdem war das natürlich auch eine ziemliche, als nicht eine seiner besten Aktionen. Gell? Das steht diesen beiden frei, ja, Auseinandersetzung, Recht auf Gegenschlag und also so weiter. Ich wünsche der leeren Frau und Shuri einen langjährigen, intensiven Kontakt. Das wäre schon wirklich lustig. Und da hat aus meiner Sicht auch keiner so wirklich was dazu zu sagen. Habe ich außer auch nichts gegen, ehrlich gesagt. KuchenTV wird mit Sicherheit oder hat es auch schon auf diese Videos dann reagieren, wird er seine Sachen dazu sagen, das steht ihm auch frei. Hauptkanal das kommt dann am Mittwoch. Ich glaube, das steht auch nur ihm frei, weil es sind Sachen, die ihn betreffen. Ja, so sehe ich das. Und ich sehe jetzt nicht, was jetzt hier da dazu zu sagen ist. Und mir schwingt da schon sehr wieder eine Meinung mit von Alpha Kevin. Ja, aber kann ich auch verstehen. Er möchte halt eher so neutrales Ding. Aber auf der anderen Seite finde ich auch einfach Kevins Video bisher wirklich okay, ja. Aber wir schauen einfach mal weiter. Also nichts groß dabei, es ist nichts, was er falsch gemacht hat, finde ich. Ich kann aber verstehen, wenn es Alex persönlich nicht gefällt, so. Decken schließlich irgendwelche anderen Menschen. Ich muss an dieser Stelle einmal sagen, ich habe diese Seite nicht gebaut. Ich war das nicht. Aber es ist sehr schön auf jeden Fall zu sehen, dass... Ich würde gerne wissen, ob das die Wahrheit ist. Dass es Menschen gibt, die auch einfach kein Interesse haben an der Kackscheiße, die er da veranstaltet. Und ich wurde als Betroffene kontaktiert und gefragt, ob das okay ist für mich, dass ich darin auftauche. Und ich war so begeistert davon, dass ich gesagt habe, alles klar, ich werde die Seite auch gerne vorstellen. Und genau das werden wir heute machen. Boah, Alter, wie arrogant sie da redet. Oh, sorry, mein Facecam ist über ihre...
ich wurde angefragt als Betroffener. Und ich fand die Seite so toll. Also wirklich, das ist ja maximal unangenehm. Also davon, dass ich gesagt habe, alles klar, ich werde die Seite auch gerne vorstellen. Und genau das werden wir heute machen. So richtig von oben herab, Alter. Also, dass Tuyoka diese Seite nicht gebaut hat, das glaube ich ja jetzt. So redest du auch. Okay, das ist eine ernsthafte Beleidigung. Das so nicht, Mellos. Einfach mal. Ich denke aber auch... Ja, warum auch nicht? Warum? Sie sagt, sie hat es nicht gebaut. Damit ist das Thema erstmal vom Tisch, ne? Die durchaus mit den Betreibern der Seite in sehr guten Kontakt steht, da sie spoilert, dass diese Seite immer weiter aktualisiert wird. Und diese Seite... Ja, sie hat ja gesagt, sie wurde da angesprochen, ob das okay für sie ist. Also natürlich stand oder steht sie mit denen in Kontakt. So what? Auch in Zukunft alles dokumentieren, ja, was du tust und machst. Alles, was du ins Internet klatscht, wird auf dieser Seite landen, mit Beweisen und mit Belegen. Alles. Ich sage auch hierzu nochmal, ja, das wäre nicht mein Ding, jetzt solche Seiten zu machen, aber die beiden haben eine Historie miteinander. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Und deshalb das. Ich finde jetzt eine Seite an sich zu machen auch kein Problem. Das ist ja genauso wie die ganzen Videos von KuchenTV auf der anderen Seite. Das ist die Intention und so manche Sachen von vor 10 Jahren, weiß ich halt jetzt nicht, ne? Ist eben zwischen den beiden. Herzlich willkommen zurück. Zwischen den beiden und sonst zwischen niemand. Was du zukünftig noch als KuchenTV machst, wirst du auf dieser Seite finden. Soll ich auch mal eine Seite über dich erstellen? Wer hat eigentlich diesen Fan-Account auf Instagram erstellt? SalamiLover27 oder so. MarkLover27? Ich weiß gar nicht mehr. Eins von beiden. Digga, irgendwer war das. Wer von euch kleinen Pappnasen hat das getan? Ich feiere es. Macht mehr Fan-Accounts von mir. Hier, MarkLover27. 0 Beiträge. Macht mehr! An der Stelle noch Folgendes. Keiner kann sagen, wer jetzt wirklich dahinter steckt, denn es gibt noch nicht mal ein Impressum, was ich jetzt persönlich auch nicht ganz so nice finde. Impressumspflicht, klar, TMG, ja, hat man schon 100 Mal hier behandelt. Es ist kein Stauf. Jetzt kommt es natürlich auch darauf an, in welchem Land sitzt dieser Seitenbetreiber. Es läuft, glaube ich, auch über diese No-Blocks-Geschichte. Das heißt, es ist jetzt keine Seite wie, was weiß ich, Anwaltskanzlei Boos oder sowas, wo du dann über die Danny gucken könntest, der und der steht dahinter. Sind da mittlerweile auch schon Sachen draußen. Ist natürlich schwierig, wenn du nicht weißt, wer dahinter steht, dann kannst du es natürlich auch rechtlich schwer angreifen, abmahnen etc. Also das sage ich nur am Rande, denn da wird natürlich auch Content benutzt, jetzt in dem Fall von Tim Held. Ja? Also schauen wir weiter. Ja, ich denke auch, dass KuchenTV gegen die Seite vorgehen wird, also die wird relativ schnell wieder down sein. Jetzt aber zum Inhalt. Zuerst gehe ich natürlich auf Shoyokas Video ein und danach erzähle ich euch noch ein bisschen etwas über die Inhalte von dieser Kuchen-Files-Seite. Shoyoka bezieht sich in ihrem Video auf den Artikel rund um Cybermobbing. Das macht es hier vermutlich deshalb, um chronologisch zu beginnen, wo KuchenTVs Karriere gestartet ist. Es geht hier nämlich vorrangig um das Video gegen Paulana, eine damals 12-jährige Beauty-YouTuberin. Kurzer Hinweis. Ich will nichts von Biergärten hören in diesem Scheiß-Chat. Wehe, Chat. Weiß, lass den Biergarten raus. Das Video ist mittlerweile über 10 Jahre alt. Also das ist schon wirklich verdammt lange her. Aufgezeigt wird in diesem Artikel, dass KuchenTV mehr oder weniger die... Ja, das Video ist 10 Jahre alt, aber es geht nicht nur um das Video, sondern sie sagt, das lässt er jetzt weg. Sie kommt da immer wieder auf aktuelle Aussagen, wo er eben immer noch sagt, was weiß ich, das Video finde ich gut oder das und das finde ich gut. Und sie wirft ihm im Prinzip sinngemäß vor, dass das Video ja immer noch online ist. Ja, ich denke, da hat sie... vielleicht ein Punkt, oder er sagt eben, nein, ich will es nicht offline nehmen, weil, keine Ahnung, ja, ich das irgendwie gut finde oder weil es mir ein wichtiges Video ist. Ich glaube, so hat er es mal gesagt. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Bier und das ist nicht unser Bier, das ist das Bier von den beiden, ja, nicht meins. Paulana aus dem Internet gemobbt haben soll. Und viele Jahre später hat er sich dann darüber amüsiert, ihre Karriere zerstört zu haben. Habt ihr das Video gesehen, Chat? Eins, falls ihr das Originalvideo von Kuchen gesehen habt, mit dem 12-jährigen Mädchen, zwei, wenn nicht. Ich hab's auf jeden Fall nicht gesehen, ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen. Klicks und so weiter angehen, lief der halt auch mega gut. Und ich habe auch damals schon in irgendeinem Video gesagt, dass ich... Und falls ihr es gesehen habt, schreibt mir gerne mal rein, wie ihr das findet. ...ich mir vorstellen kann, dass das so eine neue Bibis Beauty Palace wird. Ne? Das ist oder jetzt halt 2019, ja, dann muss sie ihren Kanal halt einfach löschen. Das finde ich auf jeden Fall sehr lustig. Ja, es... halt auch eher so mittel, gell? Finde ich aber ehrlich gesagt auch gut, wie gesagt. Gestern fand das dann überraschend harmlos. Ich habe gerade irgendwas mit spastisch und so gelesen. Man muss natürlich immer dazu denken, bei 12-Jährigen ist es immer kritisch, egal was man sagt, da muss man wirklich mal ein paar Gänge zurückschalten, weil gerade bei 12-jährigen Mädchen ist natürlich so gerade so die Pubertät am Ballern und sehr sensibel und so, da muss man wirklich aufpassen.
Ja, also, weiß nicht, da fände ich es eigentlich ganz cool, wenn Kuchen sich da irgendwie mal zu entscheidet, das Video offline zu nehmen oder so. Ja. Die war halt todesarrogant. Ich meine, es ist nicht. Wie nimmt. Sie war halt todesarrogant als Begründung bei einer 12-Jährigen. Nimmst du es dir raus mit 12? Hat Shoyoka einen Punkt. Arrogant zu sein, so, du hast nichts in deinem Scheißleben gerissen. Das ist die, die ich zerstört habe, okay? Also das ist jetzt kein Scherz, sondern das wollen wir vorhin zugesendet. Ja, das ist, meine Freunde. Na, aber wie gesagt, im Nachhinein, ja, hätte man auf jeden Fall ein bisschen seriöser machen können. Ich meine, ich war damals halt auch erst 17 oder so oder 18. Also die ganzen Clips, die waren noch deutlich länger und es gab noch viel, viel mehr Material. Aber ja, ich muss ehrlich zugeben, das war schon ziemlich unangenehm. Und egal, ob man jetzt KuchenTV-Fan ist oder... Es war sein erstes Video, das die Millionen Aufrufe geknackt hat, da hängt er dran. Ich kann das nachvollziehen, aber ich habe auch mal ein Video gemacht, das hat über 50.000 Aufrufe gehabt, das war mein zweites oder drittes Meinungsblog-Video und das war unfassbar, die Videos danach und davor hatten nicht mal 1.000 Aufrufe, inzwischen schon bestimmt, aber halt das war halt wirklich unfassbar. Und ich habe es inzwischen auch schon über ein halbes Jahr offline genommen, weil ich einfach nicht mehr hinterstehen kann. Und das war bestimmt nicht so schlimm wie das, was Kuchen da gemacht hat. Ich finde, da sollte man einfach drüber stehen. Also jetzt nicht, dass er da ein Schwerverbrechen begangen hat, aber ich glaube, es muss nicht sein. Aber ich habe das Video auch nicht gesehen. Ich kann es mir aber vorstellen, welche Richtung es geht. Aber ich will jetzt auch nicht zu krass urteilen, ohne es gesehen zu haben, ehrlich gesagt. Das war nicht... Das ist das, was ich so meine. Das war nicht ziemlich unangenehm, das war einfach Banane. Ja? Und wenn man sowas gemacht hat damals, dann sagt man halt einfach, okay, war Banane. Ja? Ganz simpel. Aber ich sag's nochmal. Ist nicht mein Bier, ist nicht Alpha Kevins Bier. Es ist sein Bier. Und er kann, wird, hat sich dazu geäußert oder wird es noch tun. Ja? Also hier fehlt mir einfach eine klare Positionierung. Ich gehe nicht auf 12-Jährige. Ja, ich bin aber auch älter als KuchenTV, das damals war. Dass er damals irgendwelche Sachen macht, das steht auf... Ich glaube auch ehrlich gesagt, damals so in diesem YouTube-Game war es halt wirklich krass. Also ich habe es schon verfolgt damals. Ich glaube, da wurde sich schon gut gegeben, ne? Also da wurde... Da gab es schon keinen Halt. Und da wurde schon wirklich hart auch geschossen und beleidigt. Was natürlich nichts irgendwie verbessert, aber trotzdem. Einem Blatt, ja, das kann er ja heute nicht mehr korrigieren. Aber er könnte sich natürlich davon distanzieren, wenn er das will. Ja, das ist so. Oder er macht es eben nicht. Ja, also jeder. Ich würde da an Kuchen Stelle einfach das Scheißvideo offline nehmen und gut ist, so ehrlich gesagt. Obwohl jetzt, wo es da in den Files drin ist, wirkt es halt eher wie ein Eingeständnis. Dann kann ich auch verstehen, wenn das nicht mehr offline nimmt. Ja, schwierig. Ich muss mir mal anschauen. Ist da frei in seiner Entscheidung, das zu tun und zu machen, wie er das findet. Ja, also genauso wie er das Recht hat, sich zu verteidigen oder eben auch nicht. Ja, und sie hat genauso das Recht, das Kacke zu finden. Ja, wie sie das hier eben macht und darstellt. Da hat auch keiner irgendwie was dagegen zu quatschen. Das ist meine Meinung. Aber eine 12-Jährige in der Form hops zu nehmen und das viele Jahre später immer noch zu hypen, ist in der heutigen Zeit betrachtet echt ziemlich cringe. Ich kann hier jetzt zwar nicht sagen, wie ich das... Das ist... Ich sag's nochmal, das ist nicht cringe. Sowas, da musst du dir einfach überlegen, willst du sowas machen oder nicht? Ich würd's nicht machen. Ja, deshalb kann ich dem Held trotzdem in all seinen anderen Sachen leiden. Ja, aber man kann dann trotzdem seine Meinung sagen. Ja, Lara hat schon recht. Aber was ich weiß, ist, dass früher so extrem viele sehr asoziale Videos erstellt wurden, um andere Kanäle komplett hops zu nehmen. Also das hat... Ja, das... Mag durchaus so sein, spielt aus meiner Sicht aber keine Rolle, oder? Guten Ton. Ja, es macht natürlich das Ding nicht besser, aber man kann Kuchen da mehr verstehen, dass er halt sowas damals gesagt hat. Gehört, dass man Leute wegbeleidigt. Zum guten Ton hat's gehört, dass man Leute wegbeleidigt? Ja, zumindest in dieser Szene stimmt das schon irgendwie. Also ich glaube, ich war zu der Zeit auf einem anderen YouTube unterwegs. Ja, also halt in diesem Bereich war es wirklich auf jeden Fall schon deutlich härter und rougher vom Ton. Also sowas wie politische Korrektheit gab es damals halt nicht, ne? Aber zugegeben, ich habe damals Baby's Beauty Palace geguckt, oder? Ja, ich auch. Ich habe Baby's Beauty Palace geschaut, dann habe ich X-Laeta geschaut, dann habe ich X-Hamster geschaut und vielleicht habe ich danach noch Dagi B geschaut, irgendwie sowas in der Reihenfolge. Felix von der Laden oder solche Sachen. Also,
Siehe beispielsweise Julians Blog oder auch der frühere Kuchen-TV. Da wurde halt gegen niemanden zurückgestreckt und alles und jeden metaphorisch beleidigt. Das macht die Sache jetzt hier zwar nicht gut, aber man kann so ein bisschen nachvollziehen, weshalb der Ton damals ein anderer war. Ja, wie er sagt, das macht die Sache aber nicht gut. Das spielt auch überhaupt keine Rolle. Wenn man was doof findet, sagt man, das war doof. Ja, und versucht nicht wieder irgendwas zu finden, dass das damals irgendwie normal war oder so. Nein, ist nicht meins. Dennoch, ganz klar, sollte man bei 12-Jährigen nicht so in der Art übertreiben. Den Punkt verstehe ich natürlich bei der ganzen Kritik am meisten. Man muss aber hierbei auch ergänzen, schon, und das ist auch das gleiche wie bei KuchenTVs Videos, man sieht halt oftmals wirklich nur eine Seite der Medaille. Das heißt, es wird natürlich jetzt hierbei in dem Video von Shoyoka und auf der Kuchen-Files-Seite nur negativ über KuchenTV berichtet. Shoyoka meinte dann noch, dass KuchenTV bis letztes Jahr diese ganze Sache rund um Paulana immer noch verdreht hat. Er sagte nämlich 2023, dass er ja primär bei dem Video gegen die Eltern von Paulana geschult hat. Die Kuchen-Files-Seite zeigte dann aber ein... Alter, ich muss mir dieses Video anschauen. ...was anderes Bild auf. Wie gesagt, hier wird halt vieles relativ einseitig dargestellt. Egal, ob von der einen oder von der anderen Seite. Alter, ich habe mir das alte Video auch mal reingezogen. Viel gegen die Eltern geht da nicht. Ja, bisschen was schon, aber sicher nicht der Großteil. Also... Machen wir gleich eine Reaction drauf, oder wie? Ja. Shoyoka zog dann natürlich auch, wie man sie kennt, Parallelen von dieser Paulana zu sich selbst. Und das ist Kuchen... Oh, das kann ja nur noch hinten losgehen, dieser Vergleich. TV ja immer nur ums Geld gehen würde, egal ob er jemand schadet oder nicht. So knapp 70 Euro verdient, nach dem Video 280 im Durchschnitt. So, das ist halt schon also super nach oben, Digga. Den Gehaltssprung musst du erstmal schaffen. Cool, die 12-Jährige hat den Gehaltssprung umgesetzt. Das ist super. Ja, vor allem das Bittere ist, ich wäre schon viel früher noch erfolgreicher geworden. Mann, das hat richtig wehgetan. Es geht nur ums Geld. Es geht nur um Zahlen und Geld. Es geht überhaupt nicht. So eine andere, die auch so Videos gemacht. Es geht nicht um Aufklärung. Es geht nicht um News. Es geht nicht darum, irgendwas zu die Banken. Es geht nur um Geld. Gut, ich glaube... Stimmt. Also ich erinnere mich, dass sie in Sabaton, den hat sie, glaube ich, auch nur dafür gemacht, um... aufzuklären, oder? Es war wirklich überhaupt nur dazu da, einfach mal der Welt zu zeigen, wie es aussieht. Ich glaube, das mit dem Geld ist jetzt auch kein großes Geheimnis bei Kuchen. Das hat er schon oft betont, insbesondere ja bei dem Fall rund um Shoyoka. Das aber jetzt... Ja, hat er aber auch recht. Also KuchenTV und Geld, das sind auf jeden Fall zwei Sachen, die zusammenpassen. Ich glaube, es geht ihr nicht darum, dass er das oft betont hat, sondern es geht ihr darum, dass sie das eben nicht gut findet. Ja, weil sie das für sich... Ja, aber hat er recht, ja, Alex. Also, dass der Kritikpunkt ist quasi, dass er für Geld über Leichen geht, so. Ja. Ich wohl anders... Michael, ich danke dir für den Follow. Herzlich willkommen in der Community. ...sieht, warum man Videos erstellt und so weiter und es eben nicht für sie nur um Geld geht. Zumindest folgere ich das daraus. Also die Aussage jetzt, sie sagt, es geht ihm nur ums Geld und er sagt, ja, das hat er ja schon immer gesagt. Greift aus meiner Sicht zu kurz, weil es darum nicht geht. Ja? Hm. Es geht auch hier darum, dass... Ja, okay, das ist aber ein valider Punkt von Alex an der Stelle. Das ist zwar ein bisschen goldwägig, aber ich checke. Zum Beispiel Alpha Kevin, was dazu sagen könnte, wie er das findet. Dass er vielleicht sagt, ja, finde ich nicht so gut, wenn man das nur für Geld macht. Oder sagt, ja, finde ich auch geil, wenn man es nur für Geld macht. Oder man sagt, ja, finde ich gut, auf eine 12-Jährige zu gehen, wenn man es nur fürs Geld macht. Oder man sagt, finde ich eben nicht gut. Nee, hast du Hamburg, das hat er nicht nötig. Also, das wird es nicht sein. Der hätte irgendwie was zu sagen können, ja. Also, ich hätte da eine Meinung dazu. Nur als absolut grobe Zusammenfassung. Nochmal, ich habe kein Problem damit, wenn jemand diese Sachen für Kohle macht, ja. Trotzdem war die Sache mit der 12-Jährigen nicht fein, ja. Trotzdem kann das ja eine Haltung sein, die du eben hast. Dann ist das eben so, wie Leute das bewerten, steht auf einem anderen Blatt, ne? Oder wie sie es bewertet, ja, ist doch ganz allein ihre Meinung. Lass sie das doch sagen, kann sie doch, oder nicht? Shoyoka in ihrem Video so gemeint hat, ob KuchenTV heute noch gegen 12-Jährige solche Videos machen würde, um deren Kanäle zu zerstören, das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Ich wage das auch zu bezweifeln, aber darum ging es ja in Shoyokas Videos nicht. Sie wollte das ja kombinieren mit aktuelleren Aussagen. Auch dazu kannst du ja halten, was du willst, aber man muss es halt so darstellen. Ja? Das gehört zu diesen 55 Minuten. Das YouTube-Video ist ja schon auf 45 Minuten gemacht. Der Stream war ja viel länger. Zeiten sind aber generell glücklicherweise vorbei. Kleine Anmerkung zum Shoyoka-Thema jetzt nochmal zum Schluss, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist. Trotz der ganzen negativen Bewertungen auf ihrem Video gibt es kaum negative Kommentare. Ganz im Gegenteil, fast alles spricht für sie. Also da wurden wohl fleißig die Kommentare gelöscht oder zumindest gefiltert. Springen wir nun aber über auf... Kann ich nichts so sagen, weiß ich nicht. Ja. Und wenn? Was
Also. Ja, also. Ich hoffe, jetzt kommt nicht und wenn, ja, was soll dabei sein? Das finde ich ein bisschen schwierig. Selbst wenn. Wo ist denn der Punkt? Ja, der Punkt ist, dass man halt dann kritikunfähig ist, ne? Dass man keine Kritik zulässt, dass man sich in seiner Bubble bewegt, dass man nicht drüber hinausschaut, über den Tellerrand und dass man halt einfach grundlos auch sachliche Kritik einfach bannt und löscht, um den Eindruck zu erwecken, dass das Video rein positiv angekommen ist. Damit, wenn dann ein Neuer reinkommt, der vielleicht unbeteiligt ist, in den Kommentaren sieht, oh mein Gott, alle sind für sie und dann gleich eine bessere Meinung hat. Das ist einfach so, dass du diesen psychologischen Effekt bekommst. Wenn ich jetzt hier sehe, 340 Likes zu 185 Dislikes, dann, weißt du, dann denke ich direkt, okay, also sonst hat Alex Boos immer über 90% Like-Rate. Hier sieht es ganz anders aus. Hier bin ich mal ein bisschen vorsichtiger, wisst ihr? Und das ist ja immer so. Ich denke, da könnt ihr euch hier mal im Chat auch an die Nase fassen und werdet mir wahrscheinlich bestätigen, dass es bei euch auch so ist, wenn ein Video durchgängig positiv bewertet ist. Dass ihr dann also voreingenommen reingeht und wenn es schlecht bewertet ist, genauso. Also ist ja jedem selbst überlassen. Wir sehen die Dislikes ja nicht. Ja, aber ihr seht ja die Kommentare. Also okay, man kann jetzt mit dem Add-on die Dislikes reinholen. Genauso hätte ich mir jetzt die Kommentare reinschauen können und dann sehen können, dass hier viele, viele negative sind. Ob er alle Kommentare stehen lässt, ob er manche weglöscht oder nicht. Ist jetzt eine Vermutung, dass sie gelöscht werden oder dass sie rausgefiltert werden. Unten rechts, da war, glaube ich, gerade mein Gesicht im Bild. Da stand seit ein paar Stunden oder sowas, wird Kritik wieder durchgelassen. Also weiß ich nicht, versteh den Punkt nicht. Oder um es nochmal weiter auszuführen, ich glaube, sie kriegt schon genug Kritik im Netz, oder? Also ich sehe das häufig unter meinen Videos. Kuchen-Files-Seite, welche ja von... Naja, den fühle ich nicht so. ...Shoyoka und auch von diesem Dave sehr krass promotet wurden. Und dort findet man sämtliche Kategorien, wo... Ist doch klar, dass die das promoten, oder? Es ist ja eine ihnen dienliche Seite. Es ist wirklich was Großes mal auf der Spur. Entschuldigung, ich bin heute echt in Rage. Oha, er ist richtig im Frontmodus, der arme Alpha Kevin. Sorry, ich werde mich noch bei Alpha Kevin entschuldigen müssen, aber nein, für heute ist es so. TV ziemlich hart kritisiert wird. Es geht hierbei um Titel wie diese hier. Ich lese das jetzt einfach mal nicht vor, sonst wird mein Video instant gelb, aber ich glaube, man erkennt, dass das alles extrem... Hä? Da, Alexander Boos, wollen wir zusammen eine Gewalttherapie machen? Das kann ja nicht sein. Herr Böse. Herr Bös einfach, was ist denn das? Also so ein Hitzkopf, so habe ich ihn ja noch nie erlebt. Guck mal, wie böse er aussieht. Guck mal, er sieht immer noch süß aus, auch wenn er böse gucken möchte. Er sieht aus wie eine Spitzmaus. Er sieht aus wie eine Spitzmaus. Ich brauche eine Spitzmaus von vorne. Eins zu eins, sagt was ihr wollt. Das ist eine verfickte... Alex Boos ist eine verfickte Spitzmaus. Ich lese das jetzt mal nicht vor, sonst wird mein Video instant gelb. Dann lese ich es mal vor. Ja? Vorhin hatten wir es mit Geld, Klicks und so. Queerfeindlichkeit steht da, Bodyshaming, Homofeindlichkeit, Grooming, Cybermobbing, Rechtspopulismus, Sexismus, Antifeminismus. Wenn das Scheißvideo jetzt gelb wird, dann werde ich aber sauer. So, jetzt habe ich alles vorgelesen. Misogynie habe ich vergessen. Rassismus, sexualisierte Gewalt und Gewalt gegen Frauen. Haben wir jetzt alles vorgelesen? Danke. Negative Punkte sind. Und diese Punkte sind vor allem negativ, wenn das zukünftige Partner von KuchenTV kontextlos so sehen würden. Also man versteht hierbei schon auf dem ersten Blick, was die Seite gegen KuchenTV erreichen möchte. Folgendes, wenn potenzielle Partner gehen doch nicht auf so eine Seite und schauen sich irgendwelche uralten Sachen an, das wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Und ob man das damit erreichen möchte, ja, weiß ich nicht. Okay, der zweite Punkt macht keinen Sinn, weil das hat Shoyoka ja genauso gesagt, dass sie das erreichen möchte. Also nicht genauso, aber sinngemäß. Und zu dem anderen Punkt, ja, also jetzt ein potenzieller Partner gibt da nicht im Internet einen Kuchen-Files, aber wenn man halt QTV googelt und das vielleicht kommen würde oder so,
keinen Plan, wie die das mit den Tags machen, dann wird es natürlich schon übel aussehen. Und die hat ja gesagt irgendwie, oder es wurde gesagt, ich lasse sie jetzt mal raus, dass sie das irgendwie an die Partner schicken wollen und so, an die potenziellen, was keinen Sinn macht, weil die wissen ja nicht, mit wem GrundTV irgendwie potenziell verpartnert werden wird. Also es macht überhaupt keinen Sinn, aber naja, die Idee ist zumindest dahinter. Also dazu kann KuchenTV sich äußern, inwieweit das für ihn ein Problem ist oder nicht. Ghost Rider, danke für dein Follow, by the way. Fühl dich herzlich willkommen in der Community. Falls ihr noch kein Follow dagelassen habt, lasst es auch besser. Kategorien wurden dann noch sämtliche Artikel erstellt, welche wirklich ziemlich lang waren. Ich schneide diese Kategorien jetzt aber bloß mal ganz kurz an, weil das wirklich verdammt viel ist. Also man kann den Erstellern der Webseite trotz fehlendem Impressum nicht vorwerfen, dass sie da wenig Zeit reingesteckt hätten. Thema Bodyshaming. Hier wird beschrieben, wie KuchenTV in einem kürzlich veröffentlichten Video gegen die Influencer... Also man muss schon sagen, dass Shoyoka klar eine Intention mit dieser Seite hat, also mit dem Bewerben dieser Seite. Ist jetzt nicht so, als würde sie einfach nur aufzeigen wollen, ja, so war KuchenTV mal früher. Sie hat da schon einen Plan dahinter, ne? Das muss schon klar sein, auf jeden Fall. Und ist auch wichtig, das so genauso zu sagen. Maria Schoss. Er fand dort wohl mobbende Kommentare lustig, obwohl er sich ja eigentlich auch... Ich distanziere mich natürlich komplett von allen Beleidigungen und auch generell von allen Kommentaren. Natürlich muss man hier sagen, dass diese Kommentare überhaupt nicht gehen. Allerdings bin ich auch so fair zu sagen, dass ich sie selber feiere. Also ich, zu der Thematik kann ich wenig sagen. Ich habe sein Video dazu nicht gesehen bisher. Mir fällt gerade auf, während wir das gucken, in Bezug auf die Thematik mit der 12-Jährigen lässt Alpha Kevin hier völlig einen Umstand raus. Da ist doch sogar dann das Impressum geleakt worden. Es war nicht KuchenTV, sondern jemand anders. Habe ich gesehen, aber da sind doch, da gab es doch richtig Stress. Das fehlt hier auch völlig. Fällt mir nur gerade ein. Ich weiß gerade nicht, wovon er redet. Kann mich damit aufklären, Chat? Welches Impressum? Das war ja vorhin Thema mit der 12-Jährigen. Jetzt sind wir ja schon weiter, aber ich dachte, kommt vielleicht noch. Distanziert. Thema Pipeline nach rechts. Hier wird kritisiert, dass KuchenTV Tweets macht, welche die AfD supporten würde, auch wenn es sich... Keine Ahnung, ja, danke für die Hilfe, ne? Schön. Fritti Fry, danke für den Follow. Eigentlich immer wieder gegen sie stellte. Es gab dann noch einige Punkte, die nicht wirklich erwähnenswert für so eine Zusammenfassung sind. Schaut euch. Aber wie soll denn das Impressum geleakt worden sein? Also ist das nicht immer öffentlich? Ich dafür einfach selber die Seite an, macht euch dafür. Ach so, die wurde gedoxt. Okay, verstehe. Von dem Bild. Oder schaut auch das an, was KuchenTV dazu zu sagen hat. Ich gehe mal davon aus, dass er in seinem Stream auf diese Seite eingehen wird. Beispielsweise war unter anderem ein unnötiger Kritikpunkt, dass KuchenTV das hier schrieb. Frauen sind Objekte in meinen Augen wie Kontaktlinsen. Das Ganze war halt einfach eine offensichtliche Provokation mit einem Zitat von Kollega. Kann man zwar doof finden, ist für mich jetzt aber nicht wirklich eine Erwähnung wert. Vor allem im... Naja, dann müssten alle deutschen Rapper komplett vernichtet werden. Dann müsste es 20 Webseiten über jeden geben. Bezug auf so einer Zerstörungsseite. Schau auf Twitter, sie will Kuchen nun deswegen eine Strafanzeige schicken. War das nicht wegen was anderem? Also ich habe das mit der Strafanzeige auf jeden Fall gesehen. Sie hat es auch irgendwie schon einen Strafantrag geschickt, Anzeige gestellt. Aber ich glaube, es war wegen was anderem. Generell wurden dort auch viele... Aber er hat sich doch jetzt diese Sachen da rausgezogen. Warum wird es dann jetzt erwähnt, wenn es nicht der Erwähnung wert findet? Achso, vielleicht... Und um die Seite irgendwie negativ darzustellen, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, um zu zeigen, dass die Seite halt nicht nur gute Punkte hat, laut Alpha Kevins Meinung anscheinend. Twitter-Posts für bare Münze genommen, um zu zeigen, wie ekelhaft den KuchenTV drauf ist. Und ja, ich finde auch einige seiner Posts super unangenehm und auch unangebracht, aber das meiste ist halt wirklich offensichtlich extremes Getrolle, was er halt definitiv nicht ernst meint, so wie es... Ja gut. Ja, wer generell einen KuchenTV-Twitter-Account ernst nimmt, also... Der hat auch nicht KuchenTVs Twitter-Account verstanden. Also, das ist seine Legitimation auf Twitter, ist das Trollen. So. Das ist seine Aufgabe da. Das macht er halt da. Gut, vieles. Es ist halt so seine Art, ne? Da gebe ich ihm schon recht. War Alpha Kevin nicht der, der auch mal stundenlang zu KuchenTV gefahren ist und dann war der Fahrradfahren? Und war überhaupt nicht da und Alpha Kevin musste irgendwie stundenlang warten. Stimmt das? Kann mir das mal einer kommentieren? Also wir kann mir das mal einer kommentieren? Stimmt das? Das ist keine Gerüchte streuen, aber ich meine, ich hätte das mal gehört. Ich finde es halt interessant, dass er jetzt wieder eine Zeit lang sehr gegen KuchenTV geschossen hat und jetzt wieder die andere Seite anscheinend einnimmt.
eigentlich suggeriert wird. Das ist aber jetzt wirklich hierbei nur ein ganz kleiner und grober Überblick über diese Seite. Ich denke aber, dass aufgrund der ganzen Artikel auf dieser Seite das Shoyoka Kuchen TV Game so richtig Fahrt aufnehmen wird. Ich dachte ja, dass jetzt mittlerweile endlich mal ein bisschen... Ja, und ich bin sicher, da sind dann noch andere Leute dabei, die da Videos machen, oder? Einkehren könnte. Aber das hier wird jetzt definitiv ein Startschuss. Na, ich verstehe den Front, Alex. Gewesen sein, damit die beiden unzähligen Content haben. Denn zum einen will Shoyoka jetzt wirklich jeden Freitag Artikel für Artikel durchgehen und die ganzen Sachen dann vermutlich auch auf YouTube hochladen, damit das noch mehr kommentiert wird. Und zum anderen hat KuchenTV auch wieder jede Menge Content, um darauf einzugehen. Mal schauen, wie das Ganze noch abgehen wird. Eine Sache sei aber schon mal gesagt, die beiden profitieren jetzt schon ziemlich stark davon. Denn Shoyoka und KuchenTV haben derzeit so viele durchschnittliche Zuschauer auf Twitch wie noch nie in ihrem Leben. Also rein monetär dürfte es sich für die beiden allein jetzt schon ziemlich gut lohnen. Und demnach gehe ich auch da. Aber ich habe vorhin in KuchenTV Stream reingeschaut. Ich bin da ja VIP. Ja, ich weiß. Fotos können wir nachher machen. Autogramme gebe ich heute nicht. Aber da meinte er, dass Shoyoka relativ wenig Subs hat im Vergleich. Davon aus, dass KuchenTV jetzt nicht derjenige sein wird, der darunter extrem leidet. Ganz im Gegenteil, er wird das Ganze jetzt wieder nutzen als nächste Content-Gruppe, um damit viel Geld zu verdienen. Und da ist sich Shoyoka mit gefühlt der halben Influencer... Sie bewirbt die Seite nicht nur, sie hat sie in Auftrag gegeben, denn 3 Stunden von ihrem Zerstörungsstream... Vor ihrem Zerstörungsstream geht die Seite on. Die Seite wurde eingerichtet im letzten Jahr und sie hat damit nichts zu tun. Sieh dir den Stream an, sie erlaubt allen, die Videos zu nutzen. Es ist Kuchens Content, der da als Video ist, mit einem Stamp der Website. Ja, ich verstehe die Kritik, aber das ist natürlich nur eine Theorie. Ich habe das mit den Quelltexten und so auch mitbekommen, aber man muss natürlich sagen, man kann ihr nicht unterstellen, dass sie die Website einen Auftrag gegeben hat oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da relativ früh dabei war in der Entstehung und da auch gut mitgewirkt hat. Das kann ich mir vorstellen. Sie sagt ja, dass sie davon wusste. Keine Ahnung, ob sie wirklich mitgewirkt hat. Aber ich denke nicht, dass sie das in Auftrag gegeben hat. Kann natürlich trotzdem sein, aber wir wissen es nicht und deswegen werden wir das auch nicht mutmaßen. Sene komplett verscherzt hat, wird sie da jetzt auch wahrscheinlich relativ wenig Support bekommen. Das, diese Aussage... Man sagt, es soll Dave sein. Das kann ich nicht so sagen. Aber ich glaube, einige ihrer engsten Kontakte haben auch schon echt wenig im Leben zu tun. Also Zeit hätten sie wahrscheinlich, wa? Gefällt mir auch nicht, mit der halben Influencer-Szene verscherzt. Wie soll ich denn das jetzt ausdrücken? Sie ist halt jemand, der auch nicht davor Halt macht, größere irgendwie anzudingsen, aus Angst, dass sie dadurch irgendwie Reichweite und so weiter einbüßt. Ja, sie sagt halt ihre Meinung. Du kannst von ihrer Meinung ja halten, was du willst. Aber sie ist gewiss niemand, der da irgendwie klein beigibt oder sonst was tut. Ja? Also wie gesagt, du kannst ja ihre... Ja, da hat sie auf jeden Fall recht. Ihre Meinung kannst du ja bewerten, wie du willst oder finden, wie du willst. Aber die Aussage, sie verscherzt es sich, boah, das ist auch immer so ein gewagtes Ding. Ne? Also das klingt so, als macht nur sie das. Und wenn man jetzt auf ein Hand of Blood anspielt oder auf andere Leute, dann stecken da ja auch Storys dahinter. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Ja? Ach, bin ich ein Lanzenbrecher heute, meine Güte. Egal, ob das jetzt alles berechtigt ist oder eher weniger. Mal schauen, wohin uns jetzt das Ganze noch führen wird. Ihr wisst jetzt aber schon mal minimal, was uns in der Zukunft... Warum ist Bus eigentlich jetzt auf Shuris Seite? Ich glaube, weil er Alpha Kevins Umgang mit dem Thema nicht so gut findet und... ja, da irgendwie Shoyoka so ein bisschen verteidigen möchte. Ich muss sagen, ich finde Alpha Kevins Video tatsächlich ziemlich unproblematisch. Ich kann verstehen, wenn man manche Punkte irgendwie nicht so mag oder andere Reaktionen oder andere Umgangsweise besser findet. Und ich kann auch verstehen, dass man irgendwie komisch findet, dass Alpha Kevin jetzt sich wieder so krass in dieses Thema einmischt. Nach dem, was er in der Vergangenheit gesagt hat, ich kann auch verstehen, dass es einen nervt mit Tobias Huch und mit mir. Aber insgesamt finde ich das tatsächlich relativ komplett unproblematisch, was Alpha Kevin hier rausgehauen hat.
Zukunft erwarten wird. Rund da muss ich das, das Länzchen mit dem Stängchen brechen. Das Thema Shoyoka Kuchen TV. Schreibt gern eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Was haltet ihr von der Seite? Findet ihr das einfach nur kacke oder findet ihr das berechtigt? Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst super gern ein Abo da. Würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Vielleicht schaffen wir dann dieses Jahr sogar noch die 300.000 Abos. Das wäre tatsächlich sehr, sehr insane. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und Bier ist es so schön. Stängchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin. Oh, ciao. Ja. Also, ich fand das Video nicht gut. Oh, Dislike. Ich fand das Video nicht gut. Es ist aus meiner Sicht. Alex, mach dir mal ein Black-Dings. Schwarze Dings. Und stell mal Dislikes ein. Ich weiß überhaupt nicht. Das ist so ein Video, um ein Video zu einem Thema zu machen und um die Klicks mitzunehmen. Also, das ist natürlich der Fall. Ja. Aber davon können sich viele aktuelle Meinungsblogger nicht. Ja, also das. Die Kritik kann ich verstehen, aber wie gesagt, das machen viele so. Ja, einfach nur ein Video zum Thema zu machen, um ein Video zu machen. Natürlich war das Video von Alpha Kevin sehr, sehr oberflächlich im Vergleich zu dem Thema und war sehr, sehr kurz angebunden und ja, da kann ich die Kritik schon verstehen, das ist schon ein bisschen wenig, weil ich glaube, das hat KuchenTV auch vorhin gesagt. Hat doch nur 55.000 bisher. Hi, Excel. Also, ja. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich verstehe es nicht ganz. Es ist wieder so, es ist doch gar nicht so lange her, da hatte er Zoff mit Kuchen. Jetzt, ja, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. Ich verstehe das einfach nicht. Alex, du musst doch mit deinen Gedanken von Loyalität auf Social Media wegkommen irgendwie. Es ist zwar sehr ehrenwert und ich finde es auch gut und ich bin immer loyal zu dir, aber das ist halt einfach nicht so der. Das ist nichts auf Social Media. Also Loyalität gibt's ja einfach nicht. Ghostface, Ganya, herzlich willkommen, vielen Dank für den Follow. Und wie gesagt, ich breche es mal auf einen ganz einfachen Nenner runter. Shoyoka hat Streit mit KuchenTV, warum auch immer, das lassen wir jetzt mal weg. Ja, das wissen wir alle, haben uns oft genug mit befasst. Sie hat jedes Recht der Welt, sich da zu wehren, zu verteidigen. Und dann wird KuchenTV. Ja, Hassler im Hamburg, du hast deinen Standpunkt klar gemacht. Ich verstehe das, dass du da Dings bist. Alpha Kevins Video hatte auf jeden Fall wenig Inhalt, aber ich gebe dir recht, Alexander Boos ist hier auch auf jeden Fall über die Stränge geschlagen. Also er stellt es hier problematischer dar, als es ist, finde ich. Ja, ich kann verstehen, dass er es persönlich nicht feiert, das Video. So ist ja sein gutes Recht. Aber schlimm sind jetzt hier die Kritikpunkte von Alex auch nicht. Sich da entsprechend dazu äußern. Ja. Darum geht es, um mehr geht es nicht. Ich werde mir ihr Langvideo auch noch angucken, weil ich ja dank diesem Video hier jetzt auch... Weil er gezwungen wurde von Shoyoka auf Twitter. Okay, nicht gezwungen, aber drum gebeten aktiv. Ich habe gesagt, man muss sich das schon mal komplett angucken, was sie da eigentlich sagt. Das sind wieder so aus dem Zusammenhang gerissene Aussagen, das weiß ich nicht. Und damit tut er, also Shoyoka sowieso keinen Gefallen und KuchenTV aus meiner Sicht auch nicht. Ja, deshalb sage ich, das ist immer so ein bisschen, ist jetzt nicht bös gemeint, aber man nennt sowas ein bisschen wendehalsig, gell? Will ich ihm aber gar nicht unterstellen, aber ja. Und es ist ganz interessant, ich hatte kürzlich einen Clip von Shoyoka zu ihm gesehen. Schau mal kurz rein. Und ja, ich bin fucking furious über diese Täter-Opfer-Umkehr, über diese heuchlerische Community, über Influencer und Scheiße. Alter, beruhig dich mal. Nimm mal hier so ein bisschen CBD-Tropfen oder wie das heißt. Egal, ob sie Alpha Kevin oder sonst wie heißen, die alle den Stock nicht aus dem Arsch bekommen und die sich alle nur auf die Seiten stellen, die besonders leicht sind und besonders viel Geld bringen. Und ich weiß auch, wie das leider laufen wird. Oh, guck mal, Shoyoka Meltdown. Haha. Warum sagt Shoyoka eigentlich nie was zu mir? Ich fühle mich immer so irrelevant, weil ich habe ja hin und wieder mal was zu ihr gemacht und gesagt, aber jetzt nie groß. Ich bin schon einer der Meinungsblogger, die am wenigsten zu ihr macht, würde ich sagen. Aber ich bekomme nie irgendwas ab. Das nervt mich richtig. Also ich glaube, ich muss da mal die Frequenz erhöhen. Du bist nicht im Boys Club, ja, ich weiß, aber ich will trotzdem auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit von ihr. Ich fühle mich so wie der ungeliebte Sohn, wisst ihr? So wie so das dreckige Sandwich-Kind, was keine Beachtung bekommt. So fühle ich mich. Verdammte Scheiße. Ja. Aber sie hat recht. Ne? Sie hat recht. Ich gebe ihr den Punkt. Ist fucking Furious der neue Teil von Fast and Furious? Ist das scheiße, Junge.
Natürlich stellen sich viele auf die Seite, wo es einfacher ist. Oder sie versuchen sich so durchzuschlawinern, weil... Ich habe ihr sogar... Stimmt, ich habe ihr privat geschrieben. Sie ghostet mich. Ich bin nichts für ihr. Ich bin irrelevant. Scheiße. Das eben dann auch einfacher ist. Ja. Und das ist eine Erkenntnis, die ich aus diesem Alpha-Kevin-Video zum Beispiel gezogen habe, dass sie mit diesem Punkt komplett recht hat. Ja, Duke, das tut so weh, auch irgendwie Feuerertext und auch so Streamer in meiner Größe bekommen Aufmerksamkeit von ihr. Ich bin wirklich der Einzige, der geghostet wird. Ja, ist so. Ich glaube, sogar ein Hugo und so haben schon Stress mit ihr gehabt. Ich bin echt, ach, so eine Scheiße, ich bin wirklich der Letzte. Gut, also ich hoffe, ich bin der Letzte in der Nahrungskette, Alter. Versteht den Sinn meines Videos. Ich halte von dem Video nichts, es hat irgendwie keinen Mehrwert. Er versucht, sich nicht zu positionieren und neutral zu bleiben, tut das aber natürlich doch. Stellt sich da voll auf eine Seite, aus meiner Sicht, ja, das kommt auch so raus. Hat aber dann sehr wenig Infos drin. Wie kommt man eigentlich in den Boys Club? Gibt es irgendwie ein Ritual? Muss ich mich da anmelden? Wie komme ich denn da in das Scheißding rein? Man zeigt so ein paar Sachen, also. Ich will da eigentlich gar nicht rein, aber wenn ich dafür Shuyoka Aufmerksamkeit bekomme, dann mache ich das halt, ne? Ja, es, ich mag das einfach nicht. Wenn du dich aus was raushalten willst, dann mach es auch. Klar, wenn du es einmal dann doch machst, okay, kann man irgendwie ein Statement machen, kommt aber dann auch alles wieder so wachsweich, ah, weiß ich nicht. Und die anderen Sachen habe ich euch gezeigt. Und das sind zu viele Sachen und das, wie gesagt, da ist mir einfach mal irgendwie bildlich der Kragen geplatzt und deshalb wollte ich mal was dazu sagen. Ja? Denn ich kann schon, ich versuche immer, mich in andere Reihen zu versetzen, auch mal die Gegenseite zu verstehen, in meinem Beruf jetzt, ich habe hier keine Gegenseite. Und deshalb, wie ich gesagt habe, ich kann nachvollziehen und verstehen, dass sich jemand wehrt. Ja? Mhm. Das kann ich verstehen. Deshalb tut sie das eben jetzt so. Und das ist auch ihr gutes Recht. Und das einzige Recht, sich dagegen zu verteidigen, hat aus meiner Sicht KuchenTV. Wie gesagt, ich mag KuchenTV, habe ich alles gesagt. Das ist überhaupt kein Front hier, aber es ist wahrscheinlich ein Front gegen Alpha Kevin. Aber auch da, wie gesagt, ich bin kein Beef-YouTuber. Ich will einfach nur mal meine Sachen sagen. Und wenn ich noch bist du kein Beef-YouTuber. Warten wir mal ab. Wenn ich irgendwie was sehe, was mir nicht passt, dann mache ich den Mund auf, egal gegen wen. Ja, das ist vielleicht der Unterschied zwischen mir und anderen. Ja. Denn mir ist es relativ egal, wie viele Klicks dieses Video hier bekommt. Interessiert mich nicht. Oh doch, das interessiert ihn. Er guckt alle 2 Sekunden. Oh, noch 2. Oh, 4000 Aufrufe. Flex und zugenäht. Die Kommentare sind auf jeden Fall sehr negativ. Ich sehe, wie sieht's mit F5? Und nichts weiter. Und was ist das andere Buch? Oh, 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 die Dislikes, die schallern rein. Wo waren wir denn hier? Hier irgendwo ganz hinten. Da ist mir einfach mal irgendwie bildlich der Kragen geplatzt und deshalb wollte ich mal was dazu sagen. Ja? Denn ich kann schon, ich versuche immer, mich in andere Reihen zu versetzen, auch mal die Gegenseite zu verstehen, in meinem Beruf jetzt. Ich habe hier keine Gegenseite. Und deshalb, wie ich gesagt habe, ich kann nachvollziehen und verstehen, dass sich jemand wehrt. Ja, das kann ich verstehen. Deshalb tut sie das eben jetzt so. Und das ist auch ihr gutes Recht. Und das einzige Recht, sich dagegen zu verteidigen, hat aus... Das habe ich schon gesehen. Und wie gesagt, ich sage es nochmal. Er hat mich dazu gebracht, dass die Aussage, die ich jetzt gleich sagen werde, so fällt. Ich denke, Shoyoga hat jedes Recht der Welt, sich zu wehren, wenn sie das für richtig hält. Ja? Über die Mittel kannst du natürlich... Schreib mal ein positives Kommentar, okay. War nicht so schlecht wie gedacht. Nein, Spaß. Ich sehe deine Gedankenansätze und verstehe, was du sagen willst. Danke fürs Verteidigen. Ich hab dich lieb, auch wenn ich im zweiten Teil nicht so zustimme. Doppelpunkt, Klammer zu. Wir streiten, ja, kann ja jeder seine Meinung haben. Aber es ist ganz allein ihre Sache und es ist dann die Sache von KuchenTV, wie er damit umgeht und so weiter. Ja, die gerichtliche Schiene hatten wir ja schon oft genug jetzt, oder was heißt gerichtliche Schiene, viel gerichtlich war ja gar nicht. Aber ich sag mal, die anwaltliche Schiene, das ist ja schon zur Genüge exerziert worden. Lass es sie so machen, wenn sie das möchte. Also mir steht das nicht zu, das jetzt irgendwie zu kritisieren oder sowas. Ja, ich finde die Dislikes übertrieben für den Inhalt. Ich finde die Dislikes relativ verständlich, muss ich sagen.
Und zwar einfach aus dem Grund, Alexander Bos ist jetzt wirklich seit Monaten dabei, immer wieder Partei zu ergreifen für KuchenTV und Tobias Huch und gegen Shoyoka. Und zwar einfach, weil er immer wieder für die beiden quasi also bei der rechtlichen Einordnung immer wieder auf das Ergebnis kommt, dass die im Recht sind. Und ich glaube einfach auch mehr denen gegenüber sympathisiert, weil sie ihn nicht ausschließen wie eine Shoyoka. Und jetzt geht er halt, verteidigt er halt eine Shoyoka und seine komplette Community besteht quasi aus KuchenTV-Zuschauern und Tobias Huch-Zuschauern. Und ja, wisst ihr, dann ist es halt logisch, dass Leute dann sofort sozusagen Warnsignale angehen und die disliken und schlechte Kommentare schreiben. Wie gesagt, wenn sie das machen will, kann sie das machen. Und ich habe es jetzt 100-mal gesagt, das ist ein Ding zwischen diesen beiden und nicht mehr und nicht weniger. Und ja, also den Sinn dieses Videos, was wir da geguckt haben, habe ich nicht ganz verstanden. Aber gucken wir mal, wie es weitergeht. Und wie gesagt, es bringt ja auch Klicks, ist ja okay. Aber dann kann man es auch einfach so sagen. So, jetzt reicht's. Ich werde das Land verlassen. Er geht nach Bayern. Damit ich jetzt keinen Shitstorm bekomme. Nein, ey. Was ging denn ab mit der leeren Frau? Meinst du zwischen Shoyoka und der leeren Frau oder wie? Luisia, danke für den Follow, herzlich willkommen. Seht's mir nach, manchmal muss man halt den Mund aufmachen. Und ich find's okay auch, also ich find's in Ordnung, dass er hier seiner Meinung freien Lauf lässt. Ist doch in Ordnung, ich stimme ihm halt in vielen Punkten nicht zu, in manchen kann ich ihn verstehen. Aber es ist doch auf jeden Fall berechtigt, dass er hier sagt, was er denkt, ne? Lass er das Land übrigens wirklich in ein paar Tagen, das ist kein Witz. Aber schönen Urlaub, Alex, ich weiß, wo er hingeht. Aber dazu kommt noch ein gesondertes Video. Lehrfrau wird dem Boys Club, will dem Boys Club beitreten. Na, dann viel Erfolg. Also, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ja, ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt an der Stelle. Aber da Schwurbel Joka ja gestern sehr nett Lehrenfrau live im Stream sehr übel. Hä? Ist ja prima, also eine queere Frau wird von ihr jetzt schon unter Druck gesetzt, denn es gab eine Nachricht, wo ein Suffix am Ende des Satzes war, der gleichbedeutend ist mit du machst oder sonst oder schwurbelst. Ich verstehe deinen Text ehrlich gesagt nicht. Ich bin jetzt Shoyoka-Fan, weil sie gegen die Lehrenfrau ist und damit bin ich pro Shoyoka ab jetzt. Ja, ich glaube, ich habe alles zu dem Video gesagt. Alex hatte schon mal bessere Videos, aber es war jetzt auch keine Vollkatastrophe, mein Gott. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und schaut bei Alex vorbei, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal und